natürlich auch hier für YouTube das Ganze wieder aufnehmen. Wir werden jetzt anfangen, das Rahmen 25. Heute wird Panty die Posse nehmen. Ich durfte das letzte Mal die Posse nehmen. Heute hat er den Vortritt. Wir wechseln uns da einfach ab. Und ja, wir werden einfach ein bisschen reinflügen. Und ja, uns hier austoben. Namensplaketten anmachen wäre noch ganz hilfreich. Hüfenbuch. Kommt sonst hier durch, oder? Bevor es zu spät ist. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich muss näher ran. Das lädt immer noch auf. Ich brauche ein Ziel. Die beiden kommen auch noch. Magus Anderhalten, vielen Dank fürs Follow bei YouTube. Vielen Dank. Hallöchen. Herzlich willkommen. Haben wir hier noch? Da ist noch ein Geist drin. Oh, das ist alles getankt. Das ist zu weit entfernt. Weiß gar nicht, das Zeug wird, glaube ich, eh doch eingesteckt, oder? Das lädt immer noch auf. Ich bin außer Reichweite. Antil. So, ein bisschen vorrennen können wir trotzdem und pullen. Den Hammer. Nächste Gruppe. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Direkt für den nächsten. Kann ich noch nicht wirken. Genau, noch gespottet. Dann direkt weiter. Wieso bin ich eigentlich markiert? Achso, beide Tanks markiert, okay. So, gucken wir mal, dass wir zügig heute durchkommen mit dem Ganzen. Ist ja wirklich nicht schwer, die Instanz zu spielen. Undying ist halt tatsächlich das. Ja, das ist das, was schwer ist, wenn du die Erfolge mitmachst. Aber der ganz normale, das ganz normale Zeug ist natürlich recht easy going. Da wird es dann ein bisschen schwerer. Aber sonst der Rest. Eigentlich kein großes Problem. Den hier nehmen wir noch mit. Pferdchen, auch schon tot. Ach schon, wir könnten vier Priester, wir könnten alle vier Ärzte übernehmen heute. Das wäre natürlich nicht schlecht. So, Ende haben wir. So, den Rest müssen wir eigentlich nicht spielen. Und jetzt kommt dann der erste Boss, wo es ein bisschen haklicher wird. Da liegt noch Loot für uns. So, mal gucken, welchen wir nehmen. Gehen wir mal meinen blauen. Achso, Fläschchen brauchen wir noch, richtig. Fläschchen Hammer. Sonst müssen wir jetzt alles drin haben. Und dann gucken wir mal. So, ich nehme blau. Müsste ja eigentlich nur tanken. Muss ein bisschen, können notfalls ein Schild auf den Priester schmeißen. Wo sind die Priester? Oh Gott. Alle in einer Gruppe oder was? Ah, hier. Die beiden.
befolgt meine Befehle. Ah, okay. Los geht's. Ihr hättet erreicht, fangen Sie alle erst an. So, wir stellen uns ein bisschen außerhalb hin. Lassen uns eigentlich eh nur schlagen. Ich im AOE fehl. Ja, ich stehe noch im AOE-Effekt drin. Heilbar bin ich hier. So, wir machen eigentlich nur noch Rüstung an. Antil macht allerdings Akro auf meinen. Stellt euch und kämpft! Okay, einen Schildschlag müssen wir noch reinwirken. Auf jeden Fall AOE. Ja, am besten eigentlich sparen. Ansonsten ein Schild durchdrücken. Das lädt immer noch auf. Im Idealfall haust du nicht mal. So wie es jetzt machen, wir lassen einfach nur schlagen. Aber Panty halt gleich mal hin, wenn es so weitergeht. Kann ich noch nicht wirken. Einfach keine AOE machen. Mein eigentlich nicht umbringen, für, zur Safety, zur Sicherheit, falls so einer stirbt. Ihr enttäuscht mich, meine Schüler! Das lädt immer noch auf. Ja, jetzt lässt es sich auch schon schlagen, sehr schön. Kann ich noch nicht wirken. So, 28%. Das lädt immer noch auf. Ist wieder übernommen, sehr schön. Oh, sieht ganz gut aus. 18% noch. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Wir können jetzt ein bisschen der uns hat 40%, das sollte soweit eigentlich reichen. 8%, können wir auch schon mal jetzt wieder ein bisschen mehr Gas geben. Dann würden wir uns dann einfach da noch schon umkloppen. So. Das war's. What? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich das nicht wirken? Kappen. Anti-Hack. Ich bin leider spottimmun. Aber das war's schon. So, wir haben das hier. Wir haben Tempowertung, Angriffskraft, schwere Rüstungsschultern. Das wäre Second Spec. Und der Rest ist alles passend. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So, hier können wir zusätzlich noch Heiliger Zorn benutzen bei den Untoten. Was ganz nett ist. Ich hatte jetzt noch die Aura-Siegel des Befehls drin. Deswegen haben wir noch ein bisschen Schaden auf dem anderen gemacht. Ich glaube, Plantil hat es genauso gemacht. Aber hat ja alles gepasst. So, weiter. Hier werden wir, glaube ich, eh mitpullen. Ja. Können wir eh mitpullen. Die anderen zwei hier auch. Das lädt immer noch auf. Hammer. Ja, ich bin festgefrostet. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, die Schwerter, die ich jetzt habe, die wirbeln. Die Stoffklassen, wenn die irgendwie im Weg rumstehen, dann sind die meistens tatsächlich tot bei sowas. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt nur noch auf. Ich brauche ein Ziel. Ja. Direkt weiter. Wir haben doch keine Zeit. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich muss näher ran. So, ihn hier haben wir auch noch. Ja, wir haben 30 Grad offen, sollte reichen. Ich kann das nicht angreifen. So, nächstes die hier. Mein Buffzeug ein bisschen umgestellt. Anti nach den, dann nehmen wir den hier. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Und danach haben wir schon den nächsten. Im Moment, Andein noch drin, es ist keiner gestorben bei Razuvius. Das hätte man, glaube ich, mitbekommen. Mal gucken. Das lädt immer noch auf.
Aber die fallen auch, der Trash fällt halt so dermaßen schnell auch um. Es ist der Wahnsinn. Das Durchgerennen ist schon schön. Oh, hier haben wir noch einen Buff nicht. Jetzt aber. So. Wir gehen auf die andere Seite. Alfie ist, Alfie tankt mit. Alfie hinten, ich vorne. Hört auf! Kehrt zurück! Kehrt zurück, solange ihr noch könnt! Wie letztes Mal. Jo. Wie letztes Mal. Immer das Gleiche. Irgendwas wollte ich noch. Ja, hier können wir eigentlich, wobei... Ja, hier können wir auch noch Siegel des Befehls anlassen. Ist egal. Bei Gosse kann ich versuchen, dann noch umzuwechseln, aber selbst da ist es Wurst. Aber hier, wenn wir ein bisschen AOE haben, ist nicht schlecht. Wir haben eigentlich mehr wie einen Target meistens. Wobei es eigentlich nur wichtig ist, dass wir die Todesritter haben. Der Rest fällt eh schnell um. Ach komm, scheiße. Wir machen das. Aber wenigstens die Waffenhundewertung hoch. Nimmt sich jetzt nicht viel. Tatsächlich. Tanken sollte ohne Probleme machbar sein. Und je mehr, alles du die. Ah, Verjüngung haben wir bekommen. Ich wollte ein Pirat werden. Schade. So. Aufgeteilt ist soweit. Und dann, hey ho, let's go. Wahrscheinlich machst du wieder einen Mana-Burn oder sonst irgendwas anderes, dass er keinen Mana wieder hat. Narren habt euren eigenen Untergang heraufbeschworen. Den Feuer. Voller Leichtsinn habt ihr euch mit Kräften angelegt, die weit über euren Verstand hinausgehen. So, haben wir neue Auren? Kriegen wir noch ab, oder? Ja. Seid ihr das Hingabe. So, Welle 1. Bei uns soll es ein bisschen, also ich nehme hier die ersten drei, also die hinteren, plus den hier in der Mitte, den teilen wir uns so ein bisschen. Wichtig ist, dass ich die zwei vorderen habe. Ist ein bisschen stressig gegen Ende der Kampf immer, aber nur für kurze Zeit. So 20 Sekunden sind immer ganz stressig vor dem Kampf, der Rest ist eben mega chillig. Nur die 20 Sekunden nerven immer ein bisschen. Und dass du hier beispielsweise was mit göttliche Bitte kannst du hier nicht wirklich benutzen, erst gegen Ende. Das ist alles Alfies. Da kümmern wir uns auch nicht großartig drum. Der macht das dahin schon. Da kommen zwei. Ein Lehrling. Ich muss näher ran. Sag schon mal hier hinstellen in die Mitte. So, Welle 5 schon. Ne, da vorne kommt was. Sind noch die Lehrlinge. Oh, drei Stück gleich. Holla. Haben wir auch noch so nicht. Wenn die mal kurz ungetankt sind, macht das nicht viel. Bei den Lehrlingen ist es eigentlich sowieso egal. Die explodieren um sich herum. Wenn da ein Mili dran steht, steht er dran. Dann ist das so. Wichtig sind die spektralen Todesritter, dass die getankt sind. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und der Rest ist so semi-interessant. Bei den Pferden, bei den Reitern dann natürlich noch, dass das Pferd und der Reiter getankt ist. Aber ja. So, Welle 8. Wieder ein Todesritter. Ja, Alfie, oder? Ja. Werden für mich leider rot markiert und nicht blau markiert. Das ist ein bisschen komisch. So, Welle 10. Ritter tot. So, Ritter tot, Ritter tot, Ritter tot. Kommt der klar, ja. Ja, Alfie's Hulk. Ist dran. Ich muss näher ran. Da ist ein Pferdchen, das können wir noch mitnehmen. Ich bin außer Reichweite. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Die werden hoffentlich klarkommen. Rektaler wie Ritter wieder. Das lädt immer noch auf. War auf der untoten Seite, wir können ja zusätzlich, können wir auch ja, Heilige Nova benutzen. Er ist auch nicht das Schlimmste. Rektaler Diener wieder. Und hier haben wir. Da kommt nochmal ein Todesritter. Ich bin außer Reichweite. Da ist ein Todesritter.
Ich muss näher ran. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. So, Ritter tot. Ja, jetzt wird es halt ein bisschen. Also, tatsächlich, das ist jetzt so der stressigste Part erstmal. Dieser Zauber ist vor Bedrohung. Aber wie gesagt, alles Tuki. Auch wenn es ein paar mehr werden. Da ist noch einer. Ich muss näher ran. Solange wir die Ablenkzeiten ansatzweise frei haben. Was ist das? Und ich sterbe ja sehr, sehr zügig. Kann ich noch nicht wirken. So, war es das jetzt schon? Oder was? Phase 2, Ritter tot. Ah ne, kommen noch ein paar. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Es ist zu weit entfernt. Da ist noch einer. Kann ich noch nicht wirken. Ich muss näher ran. Das Elementarteil teilt, das ist auch ein bisschen. Es stört ein bisschen, weil du es nicht richtig siehst. Stellt euch dem Seelenjäger. So. Wo ist er denn, der Seelenjäger? Da ist er. So, wo kommt er denn? Hier, oder? Einer tot oder was? Nee. Nee, 25. Kann ich noch nicht wirken. So, wir haben. Das lädt immer noch auf. Und dann war's das. Leben und Tod ist drin. Cool. Ganz kurz nachgucken. Gothic. Zu den Waffen, ihr Schmarotzer! Nö. Eindringlinge! Macht diesem törichten Unterfangen ein für alle Mal ein Ende! Kehrt um! Celiac, tötet sie noch nicht. Gruppe 3 und Gruppe 5 können wir uns auch wieder ausblenden. Spaß mit ihnen. Genug mit dem Geschwätz! Lasst sie nur kommen! Sollen wir schon mal weiter? Ja, oder? Zu Staub zermalmen! Ich hoffe, sie bleiben lange genug am Leben, damit ich mich vorstellen kann. Kann ich noch nicht wirken. Vielleicht kommen sie auch zu Besuch und flüchten so schnell sie können. Ich habe genug von euren Plänen. Halt die Klappe. Ich stopfe euch das Maul. Also, wir haben den Großen noch mitgenommen. Haltet eure Wut im Zaum. Ihr alle werdet euren Missmut schon noch voll genug freien Lauf lassen können. Das hält immer noch auf. So, wir haben kein Unsichtbarkeitsentdecken, leider. Wir haben auch keinen Hexenmeister. Doch, wir haben Hexenmeister. Eigentlich. Zum außerhalb der Reichweite. Wir müssen gleich mal nachbuffen auf jeden Fall auch. So, die beiden hier, die können wir beide nehmen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Panti? Panti ist nicht da, oder? Jetzt habe ich gerade alles. Ja, wir haben zumindest alles. So, nächste Gruppe. Kann ich noch nicht wirken. Ah, doch, hat doch jemand das Leben gekostet. War doch ein bisschen viel, also drei Gruppen insgesamt waren ein bisschen zu viel, weil Panti auch nicht gerade da war. Ich habe gedacht, Panti ist hinter mir. Sorry. So, die müssen wir eh mitspielen, die werden wir so mitpullen. Ich bin aus. Vielleicht droppt ja auch was Schönes im Trash. Theoretisch möglich. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt. Okay, was Grünes ist drin. Noch nicht wirken.
Das Schöne ist, dass sie untot sind, können wir ab und zu mal mit Heiliger Zorn ein bisschen arbeiten. Wenn wir gerade eh den Buff frei haben. So, wir buffen einmal neu. Boah, hat so viele hingerissen? Ich muss näher ran. Muss. Ah, okay, nicht da. So, mal gucken, wie wir spielen. So, 35.000, 34.000. Oh, wir haben ganz gut Leben eigentlich. Auf 35, da geht eigentlich mehr, 35.000. Ja. Wir haben einen random Drop. Ah, da kommt da. So, dann gucken wir mal. Hier ist tatsächlich einer der schwersten Punkte mit. Ich töte den ersten. So, wir ziehen, also ich habe Totenkopf, wir ziehen Totenkopf und X zusammen. Hier ist es relativ egal, wer was tankt. Bei den ersten zwei Bossen übrigens auch. So, cool, wenn er kommt. 5, 4, 3. Dann kloppen wir gleich voll raus. 1. Das ist zu weit entfernt. So, wir haben unseren X schon mal hier. Und hey ho, let's go! Und nach Möglichkeit halt einer jetzt dann irgendwie doof sterben. Das wäre ideal. So, wir haben ja jetzt genug Akku drauf. So, meiner ist hin. Was für eine verdammte Verschwendung! Hau noch Inno mit drauf. Also wir sind auch untot, wir hätten auch Heiliger Zorn umziehen können. Aber hat ja akkumäßig alles gepasst. Wir gehen erst nach Blumo. Ich bin auch bei Violett. Das fällt immer noch auf.
Ja. So, bei 4 Stacks wurden mir abgenommen. Sehr schön. Ab 4. Ah, einer tot. Okay, hat sie hier schon erledigt. Ja, alles vorbei. Einer hat's zerrissen. Okay, der ist eh tot. Lohnt sie nicht mehr. So, Stacks laufen geradeaus. Jetzt können wir auch wieder an Blumo ran. Ja, leider einer tot. Das heißt, ja, das war's mit, Undying, 25er. Wie gesagt, für Horseman. Und hier ist das Problem, dass immer mal einer abkratzt. Ja, schade. Das übliche Problem. Ja, Kettenblitz. Dabei kann man das eigentlich, den Kettenblitz kann man ganz gut umspielen. Armageddon ist drin. Second Spec. Passen für Second Spec. Eine Armageddon. Ich nimm's. Oh, ich glaube, ich hatte noch ein bisschen. So, weiter geht's. Ich muss näher ran. Das lädt immer noch auf. Das ist zu weit entfernt. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Oh, ich bin stunned. Natürlich. Kann ich noch nicht tun. Schlecht. Ah, jetzt ist Panti wieder da. Ich bin außer Reichweite. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Oh, alle drei erwischt. Cool. Hinten rum. Alle erwischt. So, wir haben die hier. So, noch irgendwelche Schuhe, die beim Crash gedroppt sind, werden vergeben. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ja, dieses Stun. Also ich glaube, ich nehme mal wieder Tränke der freien Aktion mit. Zumindest 25er. Nehmen wir die mit, ja, oder? Safe first. Dauert echt nicht lange. Die 5 hier zu killen. Das ist zu weit entfernt. So, wir sind wieder stunned. So, hier nicht drin stehen bleiben im Idealfall. Ich muss näher ran. Apandia. Alles tut die. So, hier aufpassen, dass wir nicht drin stehen bleiben. Ach, guck mal, das war einer. Kann ich noch nicht wirken. Das ist zu schon auf dem Weg mit. Ein kleiner Schlamm lebt noch. Blickwerk ist gerade da. Ah ne, da hat Panty gehabt, glaube ich. Das lädt immer noch auf. Wieso wurde der Rot angezeigt, wenn Panty den hat? Ich verstehe es teilweise. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich bin außer Reichweite. Oh, so. Ah, da hat wieder ein zu viel abgespottet. Tut mir leid! Das ist zu weit entfernt. Ja, wir gucken einfach mal, was bei Achievements fehlt. Teilweise spotten wir aber auch fast gleichzeitig, muss man sagen. Aber ja, ist eher ungünstig. Aber ja, passiert.
Okay, wieder alles unter Kontrolle. Seiner Tod. Innen sind noch Blobs gekommen. Da werden wahrscheinlich Tote besorgt gestanden sein oder sowas. Das ist zu weit entfernt. Kann ich noch nicht wirken. So, immer schon rein hier. Mehr. An den Elefantil. Ah, jetzt habe ich beide gespottet, glaube ich. Aber einfach draufhauen. So, Alfie wird tanken, mit am wenigsten Leben, dass wir die Hatefuls abfangen. Robulus darf dann Panty tanken. Tschüss, Flickwerk. Okay, wir müssen warten. Also Undying ist leider schon nicht mehr drin, vor Horseman. Sagen wir mal so, es ist ein bisschen schwer. Im 25 ist es ein bisschen immer schwer. Bei 10er ist es ein bisschen leichter, Disziplin so weit oben zu halten, dass keiner drauf geht. Im 25 ist es tatsächlich so, dass immer mal einen dabei hast, der irgendwie irgendwas doof macht. Ist jetzt nicht schlimm, dass es passiert, aber es ist im 25er aufgrund dessen einfach wirklich schwerer, den Erfolg zu kriegen mit Undying. Wie im 10er. Aber, ja. Wir haben es immer mit dem 10er. Mir würde auch der, wenn wir 10er alle Erfolge haben und wir den Drachen kriegen, diesen rostigen Proto-Drachen, würde mir reichen. Ich muss den Eisenbeschlagenen gar nicht haben. Aber der rostige, den hätte ich gern. So. Er soll uns Alfie tanken. Also hier tankt immer der Tank mit am wenigsten Leben. Wenn er voll gebufft ist, kommt auf 34k. Wir kommen auf 37k full buff. Holla, die Walfee jetzt auf einmal. Und hier 37, also wir 37,9, Panty auf 37,0. Und Alfie auf 34. Deswegen wird er tanken. Wir fangen die Hatefuls ab, die sehr viel Schaden machen. Ja. Aber wenn jetzt einer stirbt, ist es nicht mehr schlimm. Deswegen, ja, den Rest können wir einfach so runterspielen. Wir können mal ganz kurz gucken. Patchwork. Ein Gürtel für die D-Equipment. Eine Hand für die D-Equipment. Ein Hals für die D-Equipment. Und ein Finger für die D-Equipment. Leider droppt hier nichts für Tank. Auch die D. Auch die D. Das Schmuckstück würde ich nehmen. Auch die D. Auch die D. Auch die D. Die Schuhe, die wohl ein bisschen besser sind. Die D-Buchband. Ja, also es droppt nicht so viel. Mehr, was wir jetzt hängen brauchen. Bei Maxner droppt dieser Gürtel. Den Gürtel hätte ich gerne beispielsweise. Es gibt ein paar Items, die mehr ein Upgrade sind, aber eher weniger. So, los geht's gleich. 3, 2, 1. Ja, stimmt, jetzt haben wir den Drang. Eine Sekunde zu spät genommen, oder was? So, mal gucken, wie gut Alfie in Akku ist. Aber das sieht sehr gut aus. Da können wir vielleicht sogar mehr ziehen. Mal gucken. Dann ein bisschen langsamer machen, damit wir nicht sinnfrei Oberakron. Wir fangen gerade die Hatefuls ab. Wenn jemand steht nicht aktiv, trifft er mich natürlich. Na, ja, nehme ich ab. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So,
So, Brandhiel kriegt jetzt einen reingedrückt. Immer der, der zweite an der Akku ist. Und der dritte eigentlich auch noch. Also wir kriegen auch dann einen ab, aber nicht so schlimme. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen aufpassen, dass wir nicht overakkuen. Akkumäßig sind wir eh weit oben, also alles gut. Ja, wir hauen schon gut zu hier. So, nehmen wir mal wieder einen Schildschlag mit rein. Wir haben noch unser Schmuckstück, was wir noch drücken können. So, 900k, jetzt ist noch 100k wieder vorne, da können wir auch mal ein bisschen mehr reinhauen. Zu bringen noch ein bisschen Leben. Wir haben es ja, von dem her, warum nicht? Ich würde ein bisschen aufpassen gleich, dass wir echt drüber rausschießen über das Ziel, aber es sind 120. So, und jetzt ist gleich, jetzt müssen wir Schild drücken. Schildhammer. Hier läuft's. Kann ich noch nicht wirken. Hat gepasst. Oh, den hier bräuchte ich. Hä, der wurde mir gar... Fleischloser Gurt. Der wurde mir gar nicht angezeigt. So kann der fleischlose Gurt droppen. Oh, Hals mit Verteidigung. Das werden wir treffen. Oh, wir haben den besten Hals. Wir haben den besten Hals. Passen. In Gurt. Was denn für... Ja, so viel besser. 37, 13 Ausdauer, Blockwertung. Fleischloser Gurt. Upgrade. Wir haben auch mehr Ausdauer drauf. Nö, das ist eigentlich kein Upgrade. Ja, nur Stärke. Mal Upgrade. Ein kleines. Und Steigkolben und Zauber. Passen. Ich weiß nicht, der Gürtel, wenn mir irgendjemand anders brauchen kann, dann. Es ist jetzt nicht so viel besser, muss man sagen. Gut, die Gürtelschnalle, die wir. Gut, wir können eine Gürtelschnalle drauf machen, aber das ist jetzt, glaube ich, auch nicht der beste Slot-Gürtel. Populus ist nämlich das. Gurt der Richtlichkeit. Das ist nicht der Gurt der Richtlichkeit, oder? Der hier, kommt nicht bei Patchwork. Oder ist einfach mein Addon? Nee, das hier ist der. Den Krobolus-Gürtel bräuchte man. Nee, das ist der falsche. Hä? Wo ist dieser Gürtel? Der Maxner-Gürtel ist der beste Slot. Glaube ich. Bin ich raus aus der Nummer. Ist Krobolus gerade da? Ja, wir müssen eh warten. Den hier brauchen wir, oder? Ja, den hier brauchen wir. Der nämlich einen blauen Zockel drin, 100 Ausdauer. Das ist der, den wir brauchen. Das andere Ding ist Upgrade, ja. Mit der Gürtelschnalle ist ein Upgrade, aber jetzt nicht besten Slot. Der hier ist besten Slot. Vor allem nur mit Trefferwertung drauf und Parierwertung drauf. Ein bisschen Trefferwertung würde uns nicht schaden. Alles richtig gemacht gerade. So, könnte er gehen? Also wir müssen jetzt warten, bis er geht. So, wir haben noch 17 Minuten. Ich bin außer Reichweite. So, jetzt geht er. Das ist zu weit entfernt. Außer Reichweite. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich muss näher ran. Kann ich noch nicht wirken. Da hat nichts. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So, hol mal die
außer Reichweite. Das lädt immer noch auf. Ich muss näher ran. Kann ich noch nicht mehr. So. Au. Das lädt immer noch. Gut, dass wir so weit rauszoomen können. Da darf jetzt Bantil ran, ich nehme mir die Ads. So, 20 Minuten, ja komm, dann buffen wir auch nochmal nach. Dann alles 30 Minuten. Oh, oh. Oh, 44 nur noch. Oh, wir müssen, oh, ich hoffe, das reicht. Wir müssen ein bisschen sparsam mit Buffs sein, aber sonst... ein Report oder irgendwas, mal gucken. Ich habe ein bisschen wenig Symbole, aber... oh, ich schnaube mir bei Bantil einfach ein paar Symbole. Geht bestimmt auch. Wieder vergessen wir jetzt sogar auf 44. Ja, für Nax soll es aber eigentlich reichen. So, aber wir kommen auf 38k live mal in Holler, die Waldfee. Obolus kommt. So, 14 Minuten Bafu, das reicht noch. Ah, gegen Uhrzeigersinn? Was Neues. So, ja, Fandi nimmt. Ich nehme die Ads. Müssen, ja gut, am Anfang ein bisschen mit Akku aufpassen, aber eigentlich sind wir akkumäßig relativ gleich. Fandi und ich, four, also passt alles. Three, sieht er jetzt two, mit oder gegen Uhrzeigersinn? Das ist die Frage. Mit dem Uhrzeigersinn. So, wir nehmen dann das Ad. Jetzt. Ich möchte in dem Griff ein bisschen schneller ziehen. Wo ist das erste Ad? Soll das nicht irgendwann mal kommen? Ah, doch. Das ist zu weit. Moin. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Sollen wir schon hier im Boss stehen? Das Ad haben wir mehr als guten Schaden drauf. Wichtig ist, nicht vor dem Boss zu stehen, auch nicht in ihm drin zu stehen im Idealfall, weil du einfach sonst ja, zusätzliche Schleims produzierst, was unnötig ist. Jetzt sind es schon zwei beispielsweise. So, wir warten ganz kurz. Dann spucken wir das Ding hier noch raus. Keine Hektik, keine Panik. Wir müssen ein bisschen schnell, also ein bisschen weiter ziehen. Oh Leute, ich will hier nicht drauf gehen. Wenn du den DDs immer ein bisschen mehr Platz lässt, ist ganz gut, weil er hat eine recht große Hitbox, das Ganze. Oh, also macht das schon. So, Injektion. Letzter Fluch, cool. Sonst glaube ich nichts, was wir brauchen. Grobolus. So, wir sind nochmal durchs Gift marschiert. So, wir haben 11 Minuten, das reicht auf jeden Fall noch für Klus. An Buff-Zeug. So, 8 Gold. Wir kriegen nur 8 Gold für den Boss? Im 10er sind es 13er, glaube ich.
Nichts für uns dabei, oder? Nee. Ich sag dann einfach, wie ich die absporten soll, und dann sporte mir wieder ab, wenn das ausgelaufen ist. So, ich sporte Pandi bei 5, 6 ungefähr ab, wenn das ansagt. Dann sportet er mir direkt wieder ihn ab und kann direkt weitermachen. Boah. Gute Taktik, finde ich, wenn einer den durchtankt. Können sich die Heiler auch ein bisschen besser konzentrieren dann drauf. Im Wechsel. Aber ja, Undying ist sowieso schon vorbei, deswegen mal gucken. Wir haben eigentlich den Gürtel gekriegt, nur eine Frage. Ah, Panty hat den Gürtel bekommen. Upgrade. Ah, auch nur Upgrade, okay. Dann haben wir gute Chance auf wenn ein anderes Item droppt, was wir Upgrade brauchen, dass wir das kriegen. Also es ist immer sehr fair. Die Lootvergabe, muss man echt sagen. Also trotz Lootcounts so wirklich sehr, sehr fair Lootvergabe, finde ich. Ich schaue auch sehr viel ab, muss ich sagen. Also wenn ich nicht fair finde, wer dann? Aber nee, tatsächlich, es ist alles Tudi. 5, 4, 3, 2, 1. Hey ho, let's go. Ja, Andi läuft davor. Sind jetzt. Achso, ja, das Schuhverzauberung. Ja, wir können dann gleich hinterher. Aber er zieht das dann sowieso mal. Wir hauen so ein bisschen nebenbei mit drauf. Das ist nichts Besonderes. Auch wichtig ist, dass wir natürlich nicht irgendwie Oberakron. Gerade beim Ziehen. Kriegst du nicht so viel Akro sofort drauf. So, jetzt können wir mal ein Schild reinschmeißen. Kann ich noch nicht wieder. So, und jetzt müssen wir eigentlich dann auch Vollgas geben können. So, wir verzichten mal auf unsere zornige Vergeltung. Auf jeden Fall. Können wir dann mal Boss schnell ziehen. Und wir dann übernehmen sollen. Hier hat er schon. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Aber. Ah, jetzt hat er irgendeinen gefressen. Ist schlecht. Zieh noch ein bisschen weiter zurück. Weil erst. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So, jetzt können wir da drauf drücken. Bisschen mehr Gas geben wieder. 100k Vorsprung. 200k Vorsprung können wir durchdrücken. Hat er hier? Oh, kann er noch halten. Undying ist eh vorbei. Wegen einem mehr. Ja, 50 Euro, das ist 2%, das ist egal. Hosen zweimal drin, nichts für uns. Hose ist aber eh nicht best ein Slot für uns, also wäre eh egal. Schulterstücke, Leder. Plus. Nö, nur ein Gürtel. Kann mal passen, passen, passen. So. Hey ho, let's go. Oh. Das ist zu weit entfernt. Kann ich noch nicht wirken. Ich bin außer Reichweite. Das lernt nur noch aus. So, in hier. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Als ich Hulk hat? Ach, ist er noch als Tank unterwegs, oder was? Das ist zu weit entfernt. So, go, go.
Handy kann übrigens auch gerne den ganzen Trash nehmen, weil ich immer ein bisschen vorrenne und den Trash nehme. Es lauft halt einfach nur vor. Also sobald es halt geht, laufe ich halt los, damit wir auch schnell durchkommen. Auch Handy kann gerne auch den Trash nehmen. Vielleicht zeige ich es ihm nochmal schnell mit. Da ist ein Geistchen. Ah, jetzt hat er. Außer Reichweite. So, mal gucken, wo wir hin müssen. So. Dann haben wir Tatius. Hat er irgendwas für uns in Sack, was wir bräuchten könnten? Die Schuhe wären best im Slot, wobei ich immer noch nicht genau raffe, warum. Wegen Verteidigungswertung 55. Ich finde meine besser. Gut, Waffenkundewertung ist halt nochmal mit drauf. Aber wir haben genug Waffenkundewertung und Blockwertung. Ehrlich gesagt, ich finde meine besser. Für das, die wir haben. Wir haben auch die 25er Schuhe. Ich würde mal eher meine behalten wollen. Klar, die, okay, die Ausweichwertung ist gut, aber wir haben mehr Stärke auf uns da drauf. Uns ist denn die tankigeren. Also die, oder die Threat-mäßigeren. Vor allem haben wir da halt noch einen Sockel drauf mit 16 Trefferwertung. Und ich bräuchte mehr Trefferwertung. Waffenkundewertung brauche ich keine. Und Verteidigungswertung brauche ich auch keinen. Deswegen, ja. Ach so, Anti ist auch im Loot Council, deswegen klappt es nicht so mit dem Trash. Dann, dann laufe ich weiter einfach vor. So, wo ist man hin? Anti schon rübergerannt? Ja, gehen wir da hin. Gib mir mal irgendein Symbolchen. Nehmen wir mal das hier. Ah, was ist das hier? Ein Schwert. Trash. Schweigsamer Kreuzfahrer. Einhändig brauchen wir nicht. 10 Minuten, 2 Stunden, das passt. Buffhut haben wir gerade neu reingeschmissen. So. Nee, tank gleich. Brauchen wir eigentlich noch irgendwas an Buffs, ne, oder? Der Rest ist eigentlich alles Aurin. Wechseln mal kurz die Aura, weil hier Schatten einfach keinen Sinn macht. Und wir außerhalb der Range sind. Wir machen dann wieder Schattenaura rein. Okay, dann gibt es nach dem Boss 5 Minuten Pause. Das ist ganz nett. Haben wir auch schon 2 Flügel durch. So, die Einteilung muss so ein bisschen gemacht werden. Das muss natürlich ungefähr gleichmäßig Damage verteilt sein auf beiden Seiten, damit die gleichzeitig sterben. Die müssen gleichzeitig sterben, sonst stehen die einfach wieder auf. Wir haben es noch nie geschafft übrigens, dass die wieder aufstehen. Weder im 40er Naxxramas noch im 25er oder 10er Naxxramas. Dann können wir auch gleich links durchzünden. Mit allem, was wir haben.
denn wir werden Tatius eh nicht tanken. Dann können wir auch hier auf zorniger Vergeltung verzichten. Dass wir doch irgendwo dann Power-Akku drüber schießen. Wobei wir uns dann auch einfach wegklicken können, dann notfalls. Zornige Gerechtigkeit. Dann ist es ja mit der Akku. Hat sich's ja dann erledigt. Ja, hier ist ein bisschen wenig, drüben ist schon 40%, hier war noch bei 60%. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Oh ja, 16%, holla die Waldfee. Kann ich noch nicht wirken. Ja, die ganzen Dots hauen ihn schon klein gerade. Erst bei 22, erst bei 9. Nehmen wir auch nichts mehr. Aber wir stellen mal hier die ein. Okay, jetzt kann er umgehauen werden. Gut. So. So, wir werden Akku mit draufhauen. Oh, wir machen erstmal zornige Gerechtigkeit weg. Wir machen das dann gleich wieder an. Kostet ja keinen Mana. Dann können wir mit drauf. Können wir durchzünden. Ja, das sollten wir eigentlich durchdrücken können, wie wir möchten. So, minus links, plus rechts. Wie immer. So, plus rechts, minus links. Antib hat das. So, jetzt können wir auch zornige Gerechtigkeit wieder anmachen. Dass wir vielleicht zumindest noch zweiter im Akku sind. Das sollten wir aber wieder hinkommen eigentlich. Achso, Schild können wir uns auch schenken. Übrigens. Wir werden eh nicht gehittet. Oh, das ist Macht der Gewohnheit. So, Polaritätswap. Oh, das ist so schön, wenn er denn nicht am Arsch klebt und nicht darauf aufpassen muss, wie er moved oder ob er moved. Echt schöner Luxus. Boah, 8000 Exorzismus. Ah, guck mal hier, wir sind in der Akku schon wieder da. In der Akku haben wir es schon wieder. So, Polaritätsänderung. Wir haben Minus. Wir laufen eine kleine Schleife. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ja, der ist so eine krasse Hitrange, ja. Das lädt immer noch auf. Kann ich noch nicht wirken. War die falsche Taste. Das lädt immer noch auf. So, Polaritätsänderung gleich wieder. Plus, wieder wechseln. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ruft ein bisschen. Meine Weihe geht gar nicht so weit. Ein bisschen dran stehen muss, weil meine Weihe nicht so weit geht. Was? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ihr werdet jetzt sterben. Kann ich noch nicht wirken. So, wir können jetzt zornige Vergeltung tatsächlich nochmal ziehen. Ganz nett. Ja, Minus. Ich bin außer Reichweite. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ihr werdet jetzt sterben. Kann ich noch nicht wirken. Aber für das, dass wir nicht der tankende Tank sind und uns vor am Anfang tatsächlich einige Sekunden lang die Akku weggeklickt haben, sind wir ganz gut dran mit 2 Millionen. Oh, Minus, wir können stehen bleiben. Das ist zu weit entfernt. Ich stehe ein bisschen zu weit weg von ihm. Also ich stehe echt auf Kante. Es gibt fast keine Minis nur auf meiner Seite, deswegen. Bräuchte mehr Mana. Nimm mal einen Mana-Trank, sonst wird das nichts mehr, glaube ich. So, ein Schiff kommt noch. Wir haben Minus, wir können stehen bleiben, nice. Ich muss näher ran. Das lädt immer noch auf. Ich bin der einzige Mili gerade, oder was? Ne, hier hinten noch. Kann ich noch nicht wirken. Ah! Haben wir uns gut gehalten. Einmal Rosen sind noch drin.
So. Thaddeus nur Füße eigentlich. Wobei, wie gesagt, ich finde meine an und für sich besser. Ich habe. Auch wenn das hier, das sind tatsächlich die besten Slots, aber die Werte, wie wir es so momentan haben, passen einfach bei uns. Das hier Ding können wir für Second Spec noch mitnehmen, die Hosen. Das sind die 25 Hosen, ja, die sollten was bringen, das können wir noch für Second Spec mitnehmen. Tempo-Währung, die haben wir schon. Das kann mal passen. So, 5 Minuten Pause. 5 Minuten 30 sogar Pause. So, ich bin auch mal ganz kurz weg, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe mal angefangen, die Pausen rauszuschneiden für die YouTube-Aufnahme. Ich habe ein bisschen Angst tatsächlich. Wir haben noch ein bisschen Zeit kurz. Ich habe mir das hier geholt. Es ist ein... What the hell? Was? Was ist das Text? Ach, das ist... Ah, weil das rausgefiltert wird. Wir den grün... Ich habe nur den Greenscreen hinten drin. Oh, das ist natürlich schlecht. Kriege ich den raus? Nee, nicht so ohne weiteres. Der Greenscreen filtert das gerade leider raus. Deswegen haben wir gerade den Text gesehen. Ja, ein Greenscreen. Was ist eigentlich das Grünes da? Greenscreen. Ich kann kein grünes Licht reinmachen. Erinnere mich bitte dran. Geht heute nicht. Sonst sieht man nämlich nicht mehr. Ich habe mal so eine Bananen-Limo. Gut, wieso kauft man sich auch sowas? Ich habe ein bisschen Angst. Es sieht A so aus und B, es sind Stückchen drin. Aber es hält sie noch 5 Monate. Aber es sind Stückchen drin. Ich habe ein bisschen Schiss. So, wir wechseln mal die Aura schon wieder. Das schmeckt aber gar nicht schlecht. Ich habe ein bisschen Angst vor den Stückchen, die da drin sind, oder den Brocken. Aber, ja. Kommt aus. Das dürfte noch sein. Spanisch wahrscheinlich, oder? Flavor Banana Drink. Französisches, wenn ich das richtig deuten kann, und Spanisch. Ah, okay. Shake before opening. Okay. Das hätten wir vielleicht tun sollen. Wäre vielleicht keine Stückchen drin gewesen. Okay. Man lernt mit seinen Fehlern. Aber es ist tatsächlich gar nicht schlecht. Ich würde eher, sagen wir mal so, wenn man jetzt so ein Wodka reinschmeißt, wäre es nicht schlecht. Aber so... Ja, muss ich den nochmal haben. Aber ich probiere mich ja einmal durch die ganze Welt, was Softdrinks angeht und was Bier angeht und so weiter und so fort. Deswegen gehört sowas auch dazu. Ich bin aber auch kein Fan von Bananenweizen beispielsweise. Four, und da stehe ich, glaube ich, nicht mehr allein da. Two, so, wir können dann eigentlich schon mal weitergehen, one. Oder? So, Pause vorbei. So, Hälfte Star sollte reichen mit Trash. Dann machen wir das schon mal los, oder? So, wir pullen diesmal... Das ist zu weit entfernt. Seite hier. Der ja, Panty. Ach, guck mal, da kommt die. Naja, das sind leider keine Untoten. Aber ich hatte alles Ablenkzeit. Das war das Letzte, was ich hatte. Herziehen von diesen Spinnen ist so mega nervig. So, hier ist bei Maxnar der Loot interessant, der Gürtel beispielsweise. Das wäre halt ein echt cooles Teil. Gibt so ein paar Items, die tatsächlich richtig nice wären. Gibt so ein paar Items, die uns einfach nichts bringen. Das war knapp. Ich habe kein Ziel. Kommt näher, ihr kleinen Leckerbissen. Ich habe mich so lange nach... So, ich nehme die beiden Ads. ...nach Blut, um meinen Durst zu stillen. Pandi tankt heute. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So, Buff-Zeug haben wir noch drin. Aufnahme läuft auch wieder. Alles tut die. So, sehr schön.
Heute ist im Chat rein gar nichts los. Ist sehr schade, aber es ist Sonntag. So, wir sammeln beide Ad-Zeilen, ziehen die mit zum Boss. Die werden mit umgeklieft. Das war's eigentlich. Liefen die eigentlich? Nee, oder? Wir machen nur diesen blöden Dot. Fläschchen, 55 Minuten noch Fläschchen drin. Reicht auch noch. So, einer fehlt noch. Ah, kommt noch ein Port. Es schmeckt nicht schlecht, aber diese Brocken. Ich weiß nicht. Wenn ich nachher mal unkontrolliert aufs Klo renne, also einfach mal weg bin, wisst ihr, was los ist. Achso, warte mal, wir können hier Fokus-Target uns setzen. Ich zünde auch Nitro-Boots, glaube ich, und fange hier irgendwie ein. 5, 4, 3, 2, 1. Nur einmal. Es ist zu weit entfernt. Ja, ihr könnt ihr jetzt unter Boss ziehen, die müssen mir halt auch hinterher rennen. Das ist mir schwer, dass die Ads nicht unter Boss stehen, wenn die Ads einfach stehen bleiben, kann ich noch nichts dafür. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Wenn die Kaffeepäuschen brauchen, brauchen sie Kaffeepäuschen. So. Ah, der kriegt einen Tank die ganze Zeit, deswegen ist es ganz schön, wenn man den nicht tanken muss. Weil der mich jetzt mal auch fünfmal hochgeschmissen. Mega spaßig. So, jetzt hier ihn. Mal durchdrücken. So, 27. Er sollte nicht den Insektenschwarm schaffen. Wird er auch nicht. Dafür haben wir zu viel Damage dabei. 120% schmilzt er eh nochmal ein bisschen schneller weg. Sekunden noch. Nicht mal ansatzweise in Gefahr. Erbe. Aber trotz der plötzlichen Vergeltung, Second Spec, damals doch beispielsweise schon. Passen. Immer mal wieder die D-Items dabei. Wenn was abfällt, wenn es kein anderer will, können wir das für Second natürlich gerne mitnehmen. Ja. Also hier übrigens. Ah. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Wo ist meine Weihe übrigens? Ich habe jetzt irgendwo meine Weihe. Ah, nee, gar nicht platziert oder was? Was ist mit ihm? Komm her! Kann ich noch nicht wirken. Ach, der hat einen. Hä? Wieso hat er da einen Akku-Reset? Ich muss näher ran. Das lädt immer noch auf. Boah, das ist so nervig. Du wirst halt einfach. Ja, das. Also super. Wenn du einfach so wieder zurückgezogen wirst von denen. Ziel ist natürlich, die eigentlich zusammenzuziehen, aber was willst du machen, wenn du die ganze Zeit wieder zurückpult wirst? Das ist dann mega nervig. Ich bin außer Reichweite.
So. Wir werden gerade Crit-Wert und alles verglichen. Ganz cool. Okay. Euer altes Leben. Eure irdischen Sehnsüchte sind bedeutungslos. Ihr seid jetzt Abonnenten des Meisters. Und ihr werdet die bedingungslose Verdienung. Die höchste Ehre ist es, nicht wirken. Im Dienste des Meisters zu sterben. Aber zieht sie in die ab, in die Weihe am besten. Na egal. Sterben eh sofort. Also immer wenn sie an der Weihe vorbeilaufen, sind wir ein bisschen scheiße. Ah, guck mal hier, Loot für uns. Ah, haben wir schon. Kriegen wir nicht. Kriegen wir nicht. So, wir nehmen die Ads. Das ist tatsächlich der schwere Job hier, die einzusammeln. Mach ich ja ungern. 4, 3, 2, 1. Ihr könnt euch nicht vor mir verstecken. Bitte reinstellen, okay. Ja gut, das muss ich. Ich bin außer Reichweite. Kann ich noch nicht wirken. Falls er doch um Tipp. Halt mal meinen Finger drauf. Aber passt. So, mit Erfolg. Den Erfolg haben wir aber schon. Witwenjäger. Skrubellosigkeit. Second Spec, Stoff braucht man nicht, passen, Leder, Waffengunde, Wertung, Hände. Auch nicht. So. Radio hat aber auch krass Akku drauf. So, Pandi ist mit im Loot Council, deswegen bin ich beim Trash immer tatsächlich relativ alleine beim Tanken. Es geht. Aber wenn die Ablinkzeiten halt da sind, ist das ein bisschen doof.
Aber dieser Zauber ist noch nicht bereit. Und dieses Hin und Her kicke ist halt auch mega scheiße, aber was macht's? So. Ich bin außer Reichweite. Ah, jetzt ist er wieder da. Es ist zu weit entfernt. Ah, normal sollte dabei keiner drauf gehen. Aber sobald hier einer reinhaut sein Zeug, ist es eh vorbei. Ah, jetzt kommen hier viele Gruppen. Ich muss näher ran. Das lädt immer noch auf. Oh, das war jetzt ein bisschen viel. Noch eine Gruppe. Komm her. Hat auch geklappt. Aber zu zweit kriegst du es eigentlich ganz gut weggetankt, glaube ich. Brauchst du noch nur kurz die Akku, weil es sowieso alles drauf geht. Oh, noch zwei Tote. Bisschen unsauber heute. Ah, dieses. Die ziehen dich halt auch völlig sinnfrei irgendwie blöd durch die Gegend. Das macht halt auch niemals, wenn es wenigstens Sinn machen würde in irgendeiner Art und Weise. Macht's aber nie, es macht halt niemals Sinn. Ich brauche ein Ziel. Die nimmt. Ah, wir werden, glaube ich, auch mit die Netze machen. Das ist zu weit entfernt. Und schräg. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. Ich bin außer Reichweite. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So, wir machen mit die Netze. Kann ich noch nicht wirken. So, Gespinstschauer. Das ist noch der Ungefährliche. Der Gefährliche kommt jetzt dann gleich. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Oh, sind sie geflogen? Das lädt immer noch auf. Ich habe kein Ziel. Kann ich noch nicht wirken. Wieso habe ich keine Anzeige? Ah, hat er überlebt. Schön. Dann war es das jetzt eigentlich schon. Viel mehr passieren wird nicht. Das ist immer ein bisschen risky, wenn tatsächlich da irgendwas göttlicher Schutz oder was nicht klappt, dass man schubt. Ist mir das letzte Mal passiert. Habe ich es auch selber verbockt. Ah, Gürtel ist nicht drin. Aber die Armschienen sind drin. Eure Spielchen langweilig. Fahrt fort. Und ich werde Bindung.
Menschheit überantworten. Drin Tolles drin. Passen. Helm braucht man keinen. Und den Helm auch nicht. Der Rest passen. Ah, die Armschienen. Die wären tatsächlich ganz nett. Wo gehen wir als nächstes hin? Da. Oh, können wir eigentlich schon mal loslegen, oder? Ah, wir haben die Bindung. Ich habe die Bindung bekommen. Sehr nice. Kann ich noch nicht wirken. Ich muss näher ran. Ja, das lädt. Okay, wir nehmen mal. Ding. Na? Waren wir wenig Heiler da, glaube ich, gerade. Dings vorher auch nicht gewusst. Das lädt immer noch auf. Ich muss näher ran. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt. Ja, hat Dings schon. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Also, Armschienen bekommen. Schönes Upgrade. Wir haben jetzt so zwei Stacks eigentlich drauf, eigentlich mal eine Gruppe noch machen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Das lädt immer noch auf. Was ist da drauf geflogen? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So, mehr als genug Damage, dass wir nicht markieren müssen. Auch schön. So, 4 habe ich jetzt. Ist das, ja, hat jeder 4, oder? Ziemlich. Ja, nur 4. Da können wir direkt weiter pullen. Das ist zu weit entfernt. Hier solltest du ohne Problem wegfliegen. Das lädt immer noch auf. Hau dir einfach um. Fand ich heute einfach zuerst. Und ja, platzen eh beide. So, wir haben Armschienchen bekommen. Das ist doch schon mal ganz schön. Hier nehmen die jetzt Bindung. Wo sind sie denn? Müssen wir mal gucken, wie sie heißen. Ah, da sind. Allerdings mit 40 Fahrt. Wir müssen uns die 40 Ausdauer drauf zaubern lassen. So, wir nehmen die jetzt. Fahren die den Bus. Auch nochmal ein schönes Upgrade mit den Armschienen bekommen. Gürtel wäre mir auch recht gewesen, aber ja, war leider nicht drin. Was haben wir jetzt hier? Noss hat, glaube ich, nichts für uns. War hier noch irgendwas eingesteckt? Nee, oder? 5, 4, 3, 2, 1. Euer Leben! Ah, ein Super Studios 25er. Wir haben tatsächlich Schulter noch bekommen für die Deko. Und ja, ich kann nicht mitnehmen. Ich bin nicht bereit. Ich bin außer Reichweite. Erhebt euch, Soldaten! Erhebt euch und so. Kämpft erneut! Und so denn? Warte. Ich muss näher ran. Kann ich noch nicht wirken. Hä? Ich bin außer Reichweite. Hand hier noch ein. Ich habe in den einen bin ich irgendwie nicht hingekommen. Das war ein bisschen strange, aber gut. So, der macht ja den blöden Akku-Reset. Da muss ein bisschen. Erhebt euch, Soldaten! Hand hin, nee. Erhebt euch und kämpft erneut! Das ist ich habe eigentlich gehofft, dass ich so machen kann. Genau. So.
und so. Und dann haben wir es nämlich auch. Als hat jemand gestunt. Und dann noch so. Ja. So, so habe ich mir das vorgestellt schon beim ersten Mal, wo die Ads kamen. Hat nicht ganz funktioniert. Erhebt euch und kämpft erneut! Ich muss näher ran. Das ist zu weit entfernt. Sehr schön. Das lädt immer noch auf. Okay. Ah, er ist hoch. Das heißt jetzt hier eine Trash. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich bin außer Reichweite. Kann ich noch nicht mit. Das ist zu weit entfernt. Na, er ist tot. So, Ads kommen, Ziel wechseln. Da ist er. Ihn hier. Ich muss näher ran. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ja, den Antil. Den haben wir. Das lädt immer noch auf. Das ist zu weit entfernt. Da ist gar keiner dran. Oh, die Kamera stand jetzt. So, Teleport zurück. Wie viel Prozent hat er noch? Achso, man kann ihn nicht mal anklicken. Wenn er da oben steht. Der gute Dude. 8%. Weiß gar nicht, ob noch mal Ads kommen. Kann ich noch nicht wirken. Vielleicht auch nicht. Okay, eher nicht. Ich werde den Meister über den Tod hinaus. Oh, hier ist irgendeine kleine Fliege drin. Noss. Angeschliffenes Band, das haben wir schon. So, können ein bisschen Mana auffüllen. So, hier respawnen sie ja, aber sehr, sehr langsam. Okay. Dann los. Ich muss näher ran. Ja, was haben sie? Was? Wo haben die Gegner hergeholt? Das lädt immer noch auf. Ich muss näher ran. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Die Fledermäuse stürmen halt immer so ein kleines bisschen an. Oh, die haben auch nicht viel Leben. Ja, diese Maden, die du noch mit tanken musst, sollst, kannst, darfst. Ich bin außer Reichweite. Das lädt immer noch auf. Ich habe kein Ziel. Haben wir noch was eingesammelt. So, leider ja nichts für uns dabei gewesen. Moin. Wo wollen sie denn hin? Mehr. So, den großen brauchen wir nicht mehr. Ah, wir bleiben eh stehen. So, wir haben noch Buffzeug, haben wir noch drin. 31 Minuten für Lord bereits auch noch. Okay, Phase 1 hauen wir einfach durch. Phase 2 wird dann logischerweise gelaufen. Da muss der laufen, aber Phase 1 werden wir einfach e-spellen. Cool, dass das mittlerweile geht, aber es ist irgendwie immer cheaten. Ich habe schon 40er gehasst, wo man hier stande und ihn dann hierhin getankt hat, was vor der Aura gereicht hat.
So, dann hey ho, let's go. Five, four, three, two, one. So, drück mal auch voll durch. Verkackt tatsächlich, ich hab's vergessen. Göttliche Bitte. Selten, dass mir passiert, aber passiert. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kein Mana mehr. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist 29%. Teleport in 17. Ja, er wird sich einmal, also wir werden einmal laufen müssen. Wir schaffen es nicht ganz, aber fast. Vielleicht stirbt er noch auf der Plattform, mal gucken. Wie viel Prozent wir rausüben können. 7%. 7 Sekunden noch. Dann ist Lauf angesagt. Ja, 9%. Das lädt immer noch auf. Ich muss näher ran. Ja, okay. Kann ich noch nicht. So, jetzt müssen wir laufen. Ah, war eigentlich fast klar. Dass das so schnell noch stirbt. Okay. Letzter Flug. Schon wieder. Stangenwaffe ist drin und Leder. Schön wäre, wenn er hier automatisch wechseln würde. Aber da ist auch nichts für uns dabei. Ne, da ist gar nichts für uns dabei. Können wir direkt alles skippen. So, wir machen uns Mana voll. Embleme der Ehre. Oh, wie sieht es eigentlich? Embleme? 63. Oh, ich hätte mir jetzt die Armschienen auch holen können für Embleme der Ehre. Aber dann holen wir uns einfach für die 63 was anderes, den Gürtel. Ich glaube, einen Gürtel gibt es auch, den man sich holen kann für Marken. Dann holen wir uns den Gürtel für Marken. Er will irgendwie bei Maxa, ist noch nie getroppt. Er teleportiert übrigens wie im 40er, wurden ja noch Leute rein teleportiert in diesen Raum. Der Raum, das gibt es mittlerweile nicht mehr. Falls mal einer wissen, werden wir in den teleportiert in den Raum oder wieso redet der Typ nie drüber? Im 40er ging das noch. Im Classic, dass man hier rein teleportiert worden ist und hier durchlaufen musste. Das ist jetzt in dem hier nicht mehr so. Das ist einfach nur ein Trash-Raum jetzt vor dem nächsten Boss. Ja. Ich werfe schon mal die 13 Mutendinger nach. Aber wir haben tatsächlich noch die Schultern bekommen. Second Spec. So, los geht's. Hey ho, let's go. Ich bin außer Reichweite. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Slowed. Das ist zu weit entfernt. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Okay, die ganzen Maden gehen einfach eigentlich durch den AOE-Schaden mit drauf. Können wir hier nochmal eine Weihe platzieren. Vielleicht nochmal eine Made zumindest irgendwie reinläuft. Da können wir noch ein Schild draufschmeißen. Ah, das war's in Zukunft. So, Lore-Tap haben wir jetzt nicht viel zu tun. Wir bauen mit Akku auf, aber eigentlich ist es easy going. Runtertanken das Ding und fertig. So. Theoretisch können wir uns so eine Sporn mit reinstellen, aber ich will niemanden. Also, wir nehmen uns sonst jemanden den Spornplatz weg. Ja. Das wollen wir nicht. Bidün.
So. Ah, hier übrigens. PvP, habt ihr das gerade gesehen? Was ist denn? Find's gar nicht. Hier. Null. Es wird sich, glaube ich, auch nie ändern. Wobei wir die Marken hier abgeben könnten. Wir können diese 185 Splitter Steinbewahrers abgeben tatsächlich. Können wir dafür Ehre holen, können wir dafür Ehren-Equipment holen, was ich eigentlich nicht brauche. So, wie sieht es eigentlich goldmäßig aus? 100 Gold nur gemacht heute. Der 10er ist lukrativer wie der 25er Raid Nax Ramas. Mit Abstand. Also goldmäßig 100 Gold nur ist wenig. So, wir haben noch 12 Minuten Buffu drin. Das reicht auf jeden Fall noch. Und dann gucken wir mal, wann er liegt. Saphir und Keltus hat danach noch. Maligos Obsidian noch. Ja. Luatep droppt nichts mehr für uns. Gar nichts mehr, okay. Saphirion droppt nichts mehr für uns. Keltus hat droppt das Schild. Wobei leider Panti das auch braucht. Deswegen, ich habe schon bestens Slot-Item gekriegt. Ich habe die Armschienen gekriegt. Das heißt, er wird das Schild kriegen, wenn es droppt. Was für ihn natürlich gut ist, aber ich hätte das Schild auch gerne. Schild ist ein gutes Upgrade. Wobei Schild ist ein Mega-Upgrade, muss man sagen. Axt Verzweiflung. Da finde ich auch meine besser, die ich habe. 222. Wo ist sie denn? Ja, wobei, ja, aber 101 Stärke drauf. Mit Tempo, Wertung, Angriffskraft. Das hat 206. Oh, das ist schon nochmal ein bisschen besser. Aber ja, tatsächlich das Einzige, was wir jetzt noch brauchen könnten, wäre das Schild. Der Rest ist uninteressant. Und dann natürlich Maligos die Hosen. Und Saphirion glaube ich gar nichts für uns, oder? Maligos die Hosen, besten Slot. Die hätte ich gerne. Die sind halt, die haben 171 Ausdauer drauf. Das ist halt schon geil. Obsidianzahnturm. Das Schmuckstück für die D, aber das werden so viele Ds haben wollen, da das sind wir raus aus der Nummer. So, right. So, los geht's. Five, four, three, two, one. Kann ich noch nicht finden. So, wir sind auf jeden Fall jetzt schon 2 in der Akro. Die Hexenmeister werden dann gleich den Buff kriegen. Also passt's. Weiß gar nicht, wir könnten jetzt. Ja, wir sind nur 30 Kauser da. Ich weiß es nicht. Sonne, Vergeltung, heben wir uns mal auf. Wir müssen ein bisschen Damage-Stop machen. Wieder nachlegen. Boah. Okay. Gut. 30, 50k hätte ich eigentlich immer gern Unterschied drin. 30k so Minimum. Bei 30k ist ein Schild-Hieb. Wenn wir den gut platziert kriegen. Na? Allerdings machen können, ist einfach so und so. Die Aqua haben wir sowieso. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Dann können wir Stoff geben.
Dann machen wir jetzt keine Akku mehr und können auch ein bisschen Schaden raushauen. Also wir machen Akku aber sehr gering. Ich meine 60% unseres, unserer Akku, nee, 80% unserer Akku fehlen. Oh Gott, göttliche Schutzzeige auf vom Akku. So, auch mal nutze ich viel zu selten Heilige Opferung. Kann man tatsächlich mal mitmachen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht mehr. Oh, 10% noch. Das lädt immer noch auf. Ja, kein Mana mehr. Schmeiß mal einen Mana-Trank, letzte 4% noch. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. 1%. Gut. Gürtel ist drin, Streichkolb Waffenhand. Und zweimal Schultern sind drin, wieder kein Paar an den Schultern. Bin froh, dass wir die haben. Ich hab's ja für Marken geholt. Oder? Doch, die hab ich für Marken gekauft. So. Dann Saffrion, danach Kel'Thuzad. Müsste dringend pingeln gehen, ist seit 5 Bossen. Sie ist Bananensaft gesöfft. Mit Stückchen. Stückchen. Ah, er setzt sie schon zusammen. Ist übrigens ganz gut, wenn er sich nicht zusammensetzt, wenn du als Tank hinläufst, weil du einfach mehr Zeit hast. Sonst ist es ein bisschen doof, weil du gut mit den Schuhen kannst du ransprinten, aber es ist besser tatsächlich, wenn es ohne ist. So, wir hauen nochmal Bafu neu rein. Und tot. Wir machen übrigens 1% mehr Schaden an allen untoten Kreaturen. Das ist auch ganz cool, weil wir die Aura anhaben. Deswegen halte ich die Aura immer an, der Untoten aufspüren. So, alle da. Das passt soweit. Waffen müssen wir nicht nochmal. Dann die drei Eisblöcke. Anti-Tank wieder. Und bei Kel'Thuzad hoffen wir, dass das Schild drin ist. Dann fand ich für ein Schild überhaupt. Ach, gleich wie ich, oder? Ja, das ist gleich. Titanbeschlag. Was ist denn Titanbeschlag? Das ist, glaube ich, Ausdauer. Ich habe extra noch Verteidigungswertung drauf. Wobei ich nicht weiß, wir sind 4 drüber. Ob ich die wegnehmen könnte, weil 20 Verteidigungswerten können die 4 sein. Vielleicht können wir. Aber ich muss die Verzauberung halt wechseln. Aber können wir mal testen. Ob ich mir die. Tatsächlich was Freddigeres Sinn machen kann, wie die Verteidigungswertung. So, wir stellen uns einfach mit reinhauen, bis wir auf den Boss drauf. Wird noch gebufft. Sind denn alle da? Wo sind wir eigentlich? Wir haben alles, was wir wollen an Buffs. Und brauchen. So, alle da. Dann hey ho, let's go. 5, 4, 3. 2, 1. So, wir halten jetzt das erstmal ganz kurz vornehm zurück, bis 50k drauf sind. Kann ich noch nicht wirken. Das lädt immer noch auf. Kann ich noch nicht wirken. Stehen. In einem Blizzard, oder? Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Wobei der Blizzard, mein heiliges Schild, bringt auch beim Blizzard nichts. Kann ich noch nicht wirken.
einfach nur so ein bisschen. Das lädt immer noch auf. Ah ja, die Flugphase. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das ist zu weit entfernt. So, drei Stück. Ja, ich hab's Gefühl, du hast mehr. Ah, wir können wieder stehen. Ja, okay, ist er das weg. Ich hab's Gefühl, dass die Phase auch länger ist bei ihm jetzt, wie in 40er Nagasramas. Da hast du weniger Zeit gehabt, hier hinter die Eisblöcke zu kommen, finde ich. Hier hast du mehr Zeit. Kommen wir zumindest so vor. Weiß gar nicht, ich glaube, wir können Vollgas geben, oder? Ja, 100k. Geben Gas. War ein bisschen ungünstig, weil Hanneker Zorn jetzt nicht mit drin ist. Das lädt nur auf. Dieser Zauber ist 25. Das lädt immer noch auf. Nur noch 100k Vorsprung. Einmal frei. Können wir durchrotzen. Eine Luftphase werden wir noch haben. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Wobei, ja, können, ah, wobei. Vielleicht geht er noch drauf dabei. Also noch ein bisschen auf ihn draufschlagen. Ja, der stirbt vor der Luftphase noch. Cool. Ich habe kein Ziel. Eine Luftphase nur. Und ich wäre so gerne Millionär. 5000 Gold erbeutet. Cool. Mord. Nicht zu uns. Schon bald löschen wir Allianz und Horde aus. Danach wird der Rest. So, alles out of range. War jetzt nichts für uns dabei. Leder, Dinger, nee. Passen. Ich weiß gar nicht, ob man das zweimal machen kann, aber ich glaube nicht. Bis 10er hätte ich es gern eigentlich noch. Du kriegst halt auch den Schlüssel hier, mit dem du dann Maligos auf Heroe, also 25er-Modus beispielsweise, beschwören kannst. In 10er-Modus brauchst du den 10er-Schlüssel, glaube ich. Oder weißt du das einer? Kannst du mit dem 25er-Schlüssel auch den 10er beschwören? Müssen wir fast mal testen. Ich muss näher ran. So, Kael'thus hat als nächstes. Da wir kein Undying mehr machen können, seit dem Vorhausmann, ist es relativ stressfrei. Und mit viel Glück droppt da halt das Schild, aber dann müssen wir mal gucken. Das wird eher, glaube ich, an Panti gehen, weil ich jetzt schon die Armschienen bekommen habe. Mal gucken. Aber die Armschienen sind auf jeden Fall schon mal ein Upgrade. Blockwertung des Schildes ist vor allem ganz nett. Parierwertung. Ja, die 49 mal verlieren, aber ganz ehrlich, dafür ist der ganze Rest gut. Wir kriegen ein bisschen mehr Ausdauer wieder drauf, vor allem ein bisschen mehr Stärke. ...99 wurde gewürfelt. Also mittlerweile wird das hier verwürfelt, das sag ich schon. Ist bestens Slot für einen Paladin-Tank. 99 gewürfelt, da kommt es nicht gegen an, glaube ich. Okay, wir nehmen die 18 Monstrositäten noch mit, die man zusätzlich töten muss für den Erfolg. Das ist aber recht einfach, der Erfolg. So, ich nehme dann die Ads. Die wird Boss nehmen.
Und die rechten Ads werden mir aufgeschossen. Ich halte mich dann auf die linke Seite auf und nehme die linken zwei Ads. Die rechten zwei Ads werden mir von den Hunter dann hoffentlich draufgeballert. Diener, Jünger, Soldaten der eisigen Finsternis. Ich bin außer Reichweite. Dem Ruf von Kel'Thuzad. So, da wir eh keinen Undying mehr machen können, ist es relativ egal. Aber da hinten standen jetzt zwei, die nicht rechtzeitig vorne waren. Dann spawnen die sofort und kloppen alles um. Ja. Passiert. Wie gesagt, Undying ist eh nicht mehr drin, von dem wir relativ wurscht. Werden dann einfach Battle gerätzt. Fertig. Oh, dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Aber Heal bräuchte ich trotzdem. So, Pandi hole ich zusätzlich. Ich nehme die normalen einfach. Wobei der, glaube ich, der Normale kam jetzt, glaube ich, auch direkt da. Ist ein glücklicher Zufall dann. Ja, die stehen zu nah dran. Na? Das ist zu weit entfernt. Da kommt einer. Na, aber da muss er nicht. Was hat er denn vor? Direkt reingelaufen, oder was? So, Pandi hat hier wieder welche. Da kommt einer. Kann ich noch nicht wirken. Nimm ruhig. Ich find's nett, Pandi sagt nur über jedes Mal, wenn er spottet oder sowas, sorry, ich mach's tatsächlich nicht, wenn ich aus Versehen mal was spotte. Es ist egal, also mir zumindest ist es wirklich egal. Ah, da kam gerade der Artikel. Aber es ist immer nett, dass er tatsächlich sich sogar entschuldigt, wenn er aus Versehen was spottet. Aber das passiert einfach. Hauptsache, ein Tank hat Aggro, wer eigentlich ist relativ groß. Hier sind noch kleine. So, jetzt haben wir alle genug. Jetzt haben wir alle, die wir brauchen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Hast du noch mal vor? Das lädt immer noch auf. Kann ich noch nicht wirken. Haben wir den anderen Pandi Synchrontod. So, wann kommt er? 29 Sekunden. Ist ganz entspannt, dass wir hier nur die Ads nehmen müssen. Da ist Pandi dran. So, immer schön, wenn ich als Tank eigentlich aufteilt. Einer im Links, einer im Rechts. Das ist hier relativ entspannt und muss sich nicht dauernd so umsehen. Da kommt noch ein Dicker. Ich bin außer Reichweite. Der letzte, oder? Ja. So, Kel'Thuzad hat es da. Wir uns mal hiermit an. Die Seite. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das ist die erste Void Zone. Oh Mann, die nicht drauf gehen. Holla. Heal! Heal ihn! So, bei 50%, nee, 40%, 45% kommen gleich jetzt. In der Fall sterben wir nicht in der Void Zone. Hier ist ein Wald entstanden neben mir. Kann ich noch nicht wirken. Das lädt immer noch. 71%. Sollten jetzt über das ansatzweise vernünftig stehen.
Mann, die droppt aber ordentlich. Kann ich noch nicht wirken. Das lädt immer noch auf. So, 50%. Geben wir jetzt mal die Ablenkzeiten auf. Ein bisschen. Aus dem Voidzone. Ah, wobei. So. Nicht da reinlaufen. Ich befehle euch, für euren Meister zu kämpfen, zu töten und zu sterben. Keiner darf überleben. Ich bin außer Reichweite. Zum Thema aufschießen. Haben wir jetzt alle? Jetzt haben wir alle. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So. Ah, Voidzone unter mir. Cool. Bei den Netz denken. Immer ganz lustig. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So, okay, Lustat hat es gleich hinter sich. Ich habe Eisblock. Das ist ganz ungünstig, wir nehmen mal Ding. Ich war im Eisblock, das war gar. Das ist ganz bescheuert, wenn du die Viecher denkst, weil du da nicht parieren kannst und nichts. Da kriegst du ordentlich einen eingeschenkt. Okay, das war's. Kein Schild drin. Letzter Lacher ist drin. Letzte Lache würde ich auch nehmen. Und Fackel der Heiligen Feuers. Cool. Das ist halt. Le Axt. Wobei, wieso hätte ich die nicht als Dings markiert? Achso, wegen den 5 Waffenkunde-Wertungen. Ist aber halt viel besser. Aber weil es eine Axt ist und kein Schwert ist. Haben wir nicht das Four Horsemen-Schwert? Ah, vergiss es. Ich glaube, ich nehme lieber das Four Horsemen. Wenn das Ding es will, dann soll es. Warte mal. Halt. Wer hat denn das? Waffe nur Upgrade, ich würde die vor Horseman, glaube ich, nehmen. Weil Axt. Oder? Wobei ich nicht das liebe. Dann wäre es Thread. Wir müssen die 5 Waffenkunde-Werte kompensieren, aber ja. Okay, wir haben die Axt. Ich glaube, Handy wird das Schwert wahrscheinlich nehmen. Ist als Mensch eigentlich besser. Was hat Band hier eigentlich an? Gleiche Turm Utgard. Wollte das nicht. Aber 226. Ja, wir machen halt als Schaden pro Sekunde sind 28 drauf. Stärke, Ausdauer ist mehr drauf. Barrierwertung. Wir verlieren 7 Verteidigungswertungen, 2 Trefferwertungen. Aber. Ja, dafür kriegen wir 15 mehr Ausdauer drauf. 28. Ich hab gar nichts anderes da, oder? So, erst Maligos als nächstes. Achso, Wurmloch. Mach mal ein Wurmloch auf.
So. Boreanische Tundra. Haben wir die Axt noch gekriegt? Sehr nice. Schwert wäre halt cool, weil wir Mensch sind und die 5 Waffenkunde-Wertung haben, aber das müsste passen. Dann passt ja auch das Schwert. Kommen wir eigentlich immer an der gleichen Stelle raus bei dem Wurmloch-Ding? Ja, oder? Ja, ein Waffenkunde-Wertungspunkt fehlt. Jetzt konnte ich es mal testen. Ein Waffenkunde-Wertungspunkt fehlt uns. Den kriegen wir aber durch den Sockel einfach hin. Ja, passt, dann nehmen wir die Axt. Kommen wir mit meiner Waffenkunde klar, dann haben wir ein schönes Thread. Schönes Thread-Variante. Mir fehlt ein Waffenkunde-Punkt. Dadurch, dass ich eine Axt habe und kein Ding, aber das passt soweit. Nehmen wir an, dass Bandi wahrscheinlich das Schwert nimmt. So, das hier noch anziehen. Ja, haben wir uns gut geupgradet heute. 2 Items. Hosen, glaube ich nicht, dass ich kriegen würde. Obsidian droppt, glaube ich, nichts mehr. Wäre aber auch nicht schlimm, wir haben... Es reicht, was wir an Items haben. Die Hosen, die ich habe, sind auch nicht schlecht. Seit 25er Hosen sind ein gutes Upgrade. So, dann einmal rein hier. So, ich bin ganz kurz AFK. Ich muss dringend pinkeln. So, da sind wir wieder. So, jetzt als nächstes Maligos. Maligos droppt die Hosen. Das sind die besten Slot-Hosen. Die hätten tatsächlich auch die Waffenkundewertung drauf, die wir jetzt ein bisschen... Wobei, 66 Waffenkundewertung, jetzt schießen wir wieder weit übers Ziel hinaus. Aber dann können wir den Zockel beispielsweise auch wieder rausnehmen hier mit 16 Waffenkundewertung, die ich momentan drin habe. Die Hosen gehen aber an Panty aus. Er hat sie schon. Was auch fair wäre, weil ich habe, glaube ich, jetzt schon wieder mehr Items bekommen wie er. Weil er, glaube ich, eh nur Upgrade-Zeug bekommen. Ja. Und dann gucken wir mal. Bei Satari und Drop, glaube ich, nichts. Der Drache wäre natürlich ganz interessant. Beim 3D. Wenn wir 3D machen und 3D vor allem auch schaffen, das ist nicht immer gesagt. Ein Helm ist hier noch drin. Das ist allerdings DD-Helm, aber das war es auch sonst schon. Und halt der Drache. Er selber droppt jetzt nichts, was mega gut wäre. Die Beinschützer des Drachenboosts. Ich glaube, ich habe das letzte Mal auch Upgrade tatsächlich nur gewählt, weil das nicht die besten Slots sind. Die Tasche haben wir schon. Große Beutetasche. Joa. Gut, machen wir auch schon. Sonst sind wir eigentlich ausgerüstet. Ich habe jetzt noch 67 Marken. Das heißt, wir können uns auch noch den Gürtel holen. Damit sind wir eigentlich komplett ausgerüstet. Bis auf Schild. Glaube ich. Wir sind mittlerweile giermäßig dann durch. So ziemlich. Die Armschienen haben wir jetzt besten Slot. Das Gürtel fehlt noch von Wexner. Das ist das Einzige, die Hosen noch von Maligos und das war's dann so ziemlich. Der Rest ist alles tatsächlich besten Slot, was wir so ziemlich haben. Ja. Können höchstens gucken, dass man vielleicht irgendwie die Verteidigungswertung so weit rausjubelt, dass man Abwehr ablegen kann. Aber das Ding hat halt 84 Verteidigungswertung, das macht halt ordentlich was aus. Deswegen kannst du auch anders das sockeln. Ja. Ist schon nicht schlecht, das Tank. Geht das? Andi hat aber die... Ne, Violinfest, die gleichen wie ich auch hatte. Ne, dann sind es für ihn auf jeden Fall auch besser, höheres Upgrade. Sollte es er auf jeden Fall nehmen. Ah, guck mal hier. Das Ding hätte ich gerne. Aber momentan 8000 Gold. Holla, die Waldfährt hat aber einer ordentlich investiert. Achso, das bringen wir übrigens zu einem Punkt. Kleinen Moment, wenn wir uns nachgucken. Ah, okay. Brauchen wir hier noch Touché? Ja, ich glaube, im 10er haben wir Touché. Im 25er brauchen wir, glaube ich, noch Touché. Kann das sein? 25er Brotodrache. Touché, tatsächlich. Dann müssen wir den letzten Hit gegen einen fliegenden Scheibenbereiter machen. Ja, mal gucken. Ist ein bisschen Glück. Ihr Wesen wagen es hier einzudringen? Eine Schande, dass euer großer Mut nicht eure Dummheit kompensiert. Soxy-Pal ist noch nicht da. So, wenn Soxy dann da ist, können wir das machen. Achso, er musste noch die Halskette holen. Er hat die Halskette gewonnen, deswegen musste er noch die Quest hier annehmen. Da ist er. Die Quest annehmen, haben wir ja schon gemacht. Um dann hier das Herz von Maligos zu looten. Im 25er.
Ist er da? Nee, noch nicht. So, und ich habe meinen Bananengesurf leer. Den Rest werde ich nicht austrinken. Es war gar nicht so schlecht. Naja. Bleiben wir lieber bei Wasser. Was leer ist, na toll. Ich glaube, ich hole mir dann vor Obsidianzahn neues Wasser. Mal gucken. So, 5 Minuten noch großer Segen der Macht. Gibt zwar den Erfolg, dass du in unter 5... Achso, haben wir den Erfolg eigentlich, dass du Malegos unter 5 Minuten besiegst? Ich glaube, der fehlt uns auch noch, oder? Ne, höchstens 6 Minuten. Der fehlt uns tatsächlich noch. Zwinge Malegos im 25-Spieler-Modus in höchstens 6 Minuten. Da brauchst du allerdings viel Damage dafür. Das ist auch noch einer, der zu dem Erfolg dazu zählt. Aber um den Erfolg dann zu haben oder zu bekommen, bräuchten wir erstmal dann den Unsterblichen im 25er-Modus. Das ist einer der schwersten. Ich weiß gar nicht, Tiefenkristalle müssten mittlerweile auf der Bank liegen. Da hätten wir die für meine Armschienen Tiefenkristall holen. Die Dinger sind immer noch schweineteuer. Was erhofftet ihr zu erreichen? Hier dreist einzudringen in mein Reich? Magie einzusetzen? So, mit seinen schlappen 19 Millionen Lebenspunkten. Allerdings, du hast ja diesen Drachenkampf am Ende, wo du sehr viel Schaden noch von ihm runternimmst, aber 19 Millionen Lebenspunkte. Lich King hatte, glaube ich, 25 Millionen. Hat Lich King 25 Millionen Lebenspunkte? Ich glaube, ja. Ich glaube. Oder waren es sogar 45? Nee, 25. Ich glaube, 25 Millionen Lebenspunkte Lich King, oder? Oder waren es 45? Irgendwas mit 5 auf jeden Fall. Ich weiß es nicht mehr. Ist lang her. Sowieso mal gespannt, wann Ulduar kommt. Ulduar ist ja die nächste Phase. Wieso steht das eigentlich hier nicht mehr? Stand früher mal da, das fand ich ganz nett. Wann welche Phase kommt? Ah, es wird noch die Fackel des Heiligen Feuers vergeben. Hübsch. So, GZ auf jeden Fall. Niedere Wesen wagen es hier einzudringen? Eine Schande, dass euer großer Mut nicht eure Dummheit kompensiert. Der unmögliche Traum. Der unmögliche Traum. Joa. Weiter geht's. Also gab noch, die Fackel ist tatsächlich sehr begehrt. Die braucht anscheinend fast jeder diese, die Fackel. Wurde jetzt noch verwürfelt. Jetzt hätte auf jeden Fall an den Gewinner. So, Panti wird hier auch wieder tanken. Ich muss mal dringend mein Zeug ausmisten. Aber ich habe mittlerweile Taschenplätze. Das ist eher ungewöhnlich. Und ich habe vor allem noch Bankplätze. Niedere Wesen wagen es hier einzudringen. Eine Schande, dass euer großer Mut nicht so bekommt. Ich werde mich eurer entledigen. Komoran dreht. Oh. Oh, zu weit. Hä? Achso, er hat keinen Schwanzfeger, stimmt. Er hat ja keinen Schwanzfeger. Einer der wenigen Drachen, der tatsächlich keinen hat. Das lädt immer noch auf.
noch nicht wirken. Ihr werdet hilflos zusehen. So, jetzt ist Flugphase. Das lädt immer noch auf. So, wir kommen jetzt leider nicht mehr ran, außer wenn wir ein Schild des Rechners drauf ballern. Wir müssen dann vor allem Hexenmeister, Jäger und so weiter ein bisschen... Hallo? Achso, weil wir falsch rumstehen, oder was? Kann ich, noch ich glaube, der hat uns mit dem Rücken zu sich hin visiert. Oh. Ich over-Akron. So. Dieser Blade. Was das gemein ist, wenn wir jetzt so 15% mehr Schaden machen. Ja. Das geht dann verdammt fix. Das lädt immer noch auf. Okay, wir nehmen uns das Ding einfach weg. Eigentlich durch. Ich kann zumindest durchziehen. Dieser Zauber ist immer nicht bereit. So, Straßenwechsel. Wir können Touché auf jeden Fall probieren. Wir können jetzt nichts draufcasten, außer Exorzismus, was genug Reichweite hat. Das ist zu weit entfernt. Da jetzt auch nicht so viel Schaden. Ich kann aber nicht abschätzen, wer da wie runterkommt. Aber er hier, glaube ich, auf jeden Fall. Außer Reichweite. Komm her. Komm her. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Haben wir, haben noch. Achso, ja, wir können noch mal in die andere. 20 Sekunden. Wichtig ist, dass hier dieser Kraftzug-CD, dass da in der Kuppel drin stehst. Ah, das ist da noch eine. Ah, ich bleibe jetzt in der Kuppel stehen. Solange ich atme, werdet ihr nicht obsiegen. Ich würde gerne eigentlich da drauf gehen. Ah ja, er hat noch gemacht. Ich habe mich jetzt nicht getraut, weil Kafzog jetzt kommt. Nehmen uns jetzt dann gleich die Kugel, Kuppel. Genug. Nein! Ist schon vorbei. So wie wir nicht mehr auf die Plattform kommen, schade. So, jetzt ist schon Drachenphase. Also Touché leider heute nicht machbar. Keine Plattform gehabt, schade. So, wo muss man hin? Zu X, glaube ich, oder? Eure Wohltäter sind eingetroffen, doch sie kommen zu spät. Die hier gespeicherten Mächte reichen so, aus, sammeln wir uns die Welt da. 10-mal zu zerstören. Was denkt ihr, werden sind sie wir so oben, oder? Machen? Das lädt immer noch auf. Kann ich noch nicht wirken. Nicht genug Energie. Das lädt immer noch auf. Ich habe nicht genug Energie. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So, eins, zwei. Nicht genug Energie. Boah, wir haben hier schon 6 drauf. Nimm nur 1, oder was? Kann ich noch nicht wirken. Ich habe nicht genug Energie. Luke, Hallöchen! Guten Abend, was geht? Das lädt immer noch. So, gerade Nax Ramas 25 gekillt, jetzt Maligos schon umhauen und danach eine Obsidian 3D, hoffe ich. Was drin dieser ist. Zauber ist noch nicht bereit. Und du bist so der Erste im Chat. Mehr oder weniger. Hallöchen. Kann ich noch nicht. Bin jetzt auch 18 und habe sogar ein wenig Gear. Nice. Server hat 2 von hast du mittlerweile gewechselt, wie alle anderen auch Richtung das Everlock. Lädt immer noch auf. Oder bist du noch da? Ich habe nicht genug Energie. Und welche Klasse vor allem? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Nicht genug Energie. Ja, ja, nicht genug Energie. Waffe habe ich und ein paar 200. Hier ist er. Oh, das ist nett. Hat nicht genug Energie. Dazu rufen wir hier und Schamane DD. Und Verstärker. Cool. Undenkbar. So, Maligos tot. Die Sterblichen werden alles.
Oh, ihr habt eine Ewigkeitszeit. Wir haben das Achievement Amadeus unter 6 Minuten getötet. Nett. 5 Minuten 28 haben wir nur gebraucht. Also das heißt, noch ein Achievement mitgenommen bei Maligos. Sehr schön, auch für den 25er Mount-Erfolg. Schamane, die DVZ... Wir suchen noch Leute. So übrigens. Ich glaube, Schamanen-Verstärker sind bei uns gut gesehen. Ah, die blöde Hose ist drin. Die geht jetzt aber... Die wird an Panty gehen. Die Hose ist diesmal drin. Musste ein Ende haben. Aber GZ auf jeden Fall. Gutes Upgrade für ihn, ist natürlich für mich trotzdem Biss. Aber GZ auf jeden Fall. Wir haben heute schon genug ich habe heute schon die Waffe gekriegt. Letzte Lacher. Und so noch gekriegt die Armschienen, besten Slot. Oh, das ist gut Tankzeug gedroppt eigentlich. Zumindest das Tankzeug, was man brauchen kann. Ist ganz gut gedroppt. Kehrt zu eurem Volk zurück. So, wir machen jetzt noch Obsidian-Santum 3D. Gear-mäßig stehen wir ganz gut da. 4139er Gear-Score. Und tatsächlich krieg noch mal einiges drauf. Also bestes Slot Armschienen, bestes Slot Dings. Ja. Ja. Außenportal. So, GZ an Panty. Wie gesagt, ging an Panty, war aber klar, weil ich schon zu viel Zeug bekommen habe heute. Wenn sie das nächste Mal droppen, sind es meine, die Hosen. Die Dinger sind halt auch unverschämt. Gibt's Mortal eigentlich? Wurmloch-Generator hat noch viel Ablinkzeit. Achso, wir können unsere Portner. Gibt es irgendeinen Magier, der einen Port stellt? Wahrscheinlich. Ist aber gerade eine Loot-Vergabe, deswegen. Mal warten. Hier, die Hosen sind halt krass, weil die 171 Ausdauerhosen. Das ist halt schon viel. Sind nochmal 20 mehr. 19. Aber trotzdem. Und 86 Verteidigungswertung. Die Waffengrundwertung ist halt mega cool. Zumindest jetzt, wenn man so wie wir ein bisschen weniger dann wieder hat. Wobei wir auf die 26, die wir brauchen, Eco. Bist du Tank? Bin Tank. Letzte Woche habe ich alles getankt. Heute darf Panty alles tanken. Wir wechseln das da so ein bisschen ab. Ja, nach wie vor Tank-Paladin. Bin sehr zufrieden. Spielt sich super. Und das kann ich nicht benutzen. Kann mich nicht beschweren. So kann ich das nicht benutzen. Aber das irgendein anderer ist. Dedicated. Was ist mit uns? Wir haben kein Portal. Ich hab's verpasst. Hä? Wenn ich ein Portal. Hätte jetzt jemand ein Portal oder nicht? Keine Ahnung. Nee, es sind irgendwie keiner da, oder? Keine Ahnung. Oder steht noch jemand ein Portal? Also füllt ihr immer auf mit Randoms? Nö, es gibt, wir haben insgesamt 3 Raids am Laufen. Also es gibt einen, praktisch so eine Art Main Raid, der ist am Mittwoch meistens. Sonntag ist so der zweite Main Raid, der wird aber teilweise mit Wings intern aufgefüllt hauptsächlich. Aber auch Mains Charaktere, wie meiner ist ja Main beispielsweise. Und noch kein Portal oder was? Doch, jetzt. Und ja, es gibt auch noch einen dritten Public Raid tatsächlich. Also wir haben insgesamt 3 Raids eigentlich am Laufen. Und für den zweiten Raid, den ich jetzt spiele, suchen wir auch immer noch Leute normalerweise. Also so ist zumindest mein Wissensstand. So. Wir müssen unsere Waffe und alles noch verzaubern lassen. So. Aber dann, das werde ich bis zum nächsten Mal gemacht haben. Nächstes Mal werden wir erst wieder 10er. 10er-ID haben wir, glaube ich, auch schon verballert. Wir sind mit allem durch. Wir haben die 10er-ID verballert. Und Nax 25er-ID und so weiter haben wir auch schon raus. Einzige, was mir fehlt, Obsidian 10er habe ich diese Woche nicht gemacht, aber da droppt sowieso nichts mehr. 10er kann ich mir nicht mehr upgraden. Wir gehen ganz kurz auf jeden Fall Male kaufen, oder Symbole des Königs kaufen. Ich habe keine mehr. Und dann gehen wir gleich weiter. Such dir was Reagenzien. Ich bin hier schnell mal ein bisschen was herticken. Das. Egal, den Rest verkaufe ich später. So. Wir spielen 3 T-Satarion, aber wir brauchen genug Tanks. Cool wäre der Drache, aber der Drache... Ich glaube, wenn ich auf Leben gehe, ich 300 mehr oder so. Ich bin geehrt. Außer er zieht jetzt gleich die Hosen an.
Dann hat er wahrscheinlich vielleicht sogar mehr Leben, aber ich komme auf 37.000 Leben ungefähr. Schon eine Menge. Seine feste volle Gruppe. Nö, wie gesagt, also ich bin jetzt. Also der erste Raid ist eigentlich voll. Das ist so der Progress Raid. Wir haben einen Progress Raid, das ist der Mittwochs Raid. Der Sonntags Raid ist eher so ja, auch so semi-Progress unterwegs. Wir clearen auch alles ohne Probleme durch. Wird aber teilweise mit Twinks aufgefüllt und Randoms eigentlich, aber keine Randoms. Also Gilden intern halt mit Twinks aufgefüllt. Aber dafür suchen wir noch Leute. Und dann haben wir halt noch ein paar. Es gibt noch einen kompletten Public Raid, wo auch gelaufen wird. Alles 25er Maligos, Obsidian und so weiter und so fort. Und der ist auch sehr erfolgreich. Und der wird halt komplett mit Randoms auch gemacht. Plus ab und zu mal Mains, ab und zu mal Twinks und so weiter. Wir haben viele in der Gilde, die haben 3-4 Twinks. Und die spielen tatsächlich eigentlich nur WoW. So, 37k, also full buffed. 37k sind wir vorhin gekommen. 37, ja, 900 oder so. Bin sogar gildenlos. Ja, guck mal dann, Luke, bewerben bei uns. Wir suchen alles bis auf Tanks. So, wir werden den Drachen auch tanken. Das heißt, ich muss nicht die kleinen nehmen, was besser ist tatsächlich, weil der große tankt sich schöner. Wir müssen eine gewisse DPS fahren, aber da wir heute Maligos auch in den 6 Minuten gekillt haben, haben wir heute genug DPS, glaube ich, dabei. Das ist reicht für Satauern von 3D. Dann kriegst du auch den Zwielichtbezwinger Bonustitel, wenn du den 3D machst. Und halt den Drachen. Der Drache wird bei uns allerdings random vergeben. Das heißt, du würfelst um den Drachen und mein Würfelglück ist ja nicht ganz so gut. Deswegen mal gucken, ob wir den jemals kriegen. Irgendwann bestimmt. Ich meine, du läufst den Raid hier trotzdem noch sehr, sehr lange. Auch nach, wenn Ulduar noch da ist, wirst du das wahrscheinlich trotzdem noch laufen. Weil es gibt schon ein paar schöne Items, jetzt nicht unbedingt für Tanks, auch für andere Klassen. So, da ist er. Ah, guck mal, hat sogar einen Mount dabei. Kann man hier eigentlich auch Siegel kaufen? Ja, oder? Geneische Seidenro... Oh, yay. Guck mal, die passt zu den, Schultern. Ja, du kannst sogar bei dem Symbol des Königs kaufen. Cool. Und nur dieses Geräusch ist nervig. Und zu laut. Holla, die Waldfee. So. Gucken wir mal. Wir kommen 34k, 32k. Wobei, Andi kommt momentan auf mehr Leben. Aber ich weiß nicht, ob mehr Buffs fehlen. Achso, mir fehlt's Fläschchen übrigens. Deswegen, Fläschchen, Steinfuß. Oh, dieses... Es ist so nervig, wie das Ding neben mir steht. Barfuß haben wir noch 17 Minuten. Das reicht auf jeden Fall einmal. Wir nehmen Fläschchen des Steinblutes. Jetzt sind wir schon auf 35k. 35,7. Und Full Barfuß müssen wir irgendwo mit Befehlsruf-Aura. Hat das mit Absicht? müssen wir auf 37k kommen. Mach erstmal Heros. Wir können gerne mal... eine Hero zusammenlaufen. Ich laufe auch immer noch Heros. Weil ich mittlerweile DD-Equipment mir zusammensammle. Mein DD-Equipment ist mittlerweile auch ganz gut, muss man sagen. Und ich stehe als DD momentan als Heros laufen viel. Also, pullen. Und die linke Seite. Wieder die her, ja. Ah, ich bin stunt. So, einmal alles unieten. Wieder stunt. Die sind so groß, ich sehe den, ich sehe nicht Werkwort. Jetzt sehe ich, dass ich abbrach. Die sind so groß. Die Viecher. So. Kann ich noch nicht wirken. Du musst dann echt voll rausscrollen, damit du siehst, wer Akku hat. Das. Ah, 37.994 sogar. Also fast 38k live. Das ist schon viel. So.
So, jetzt kommt gleich der ganze Rest. So, jetzt wird Jäger totstellen machen, damit alle angelaufen kommen. Naja, wenn ich dich mal ansehe, schreibe ich mal gerne spontan, habe keine festen Zeiten, wenn ich zocke. Ja, ist ja H10-Instanzen bei mir auch eher so. Je nach Zeit. So, da kommen sie schon, da kommen die Dicken, kommen von links noch irgendwas? Oder kommt alles rechts? Diesmal. Ne, da kommen sie. Nämlich links, Bandi steht. Bandi rechts. Ja, Bandi rechts, neben links. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Es ist zu weit entfernt. So, Anna, alles weg auf ihn. So die schnellste Taktik. Cooler Trick, ja. Spaß dir halt viel Laufarbeit. Und du kriegst es halt eigentlich ohne Probleme getankt. Wir machen halt keinen Schaden. Wir werden Le Boss nehmen. Minuten noch, das passt. Gucken wir mal. 3D ist immer noch recht tricky. Mal gucken, ob wir es heute schaffen. Wenn nicht, wird es am Ende wieder 2D. Aber wir haben noch eine Stunde Zeit. Also 23 Uhr ist Raid-Ende. Wir haben jetzt eine Stunde Zeit für Safu und 3D. Er ist Atarion. Ja, wir haben 1000 Leben mehr. So, ich denke hier, wo ich stehe, werde hier an der Insel anfangen. Ich hoffe, dass sie ihn zu mir laufen lassen und nicht wieder vorher drauf schießen, bevor er bei mir ist. Befehlsruf hält mittlerweile 4 oder 5 Minuten hält Befehlsruf mittlerweile? Das ist ja Luxus. Bei 2255 Lebensbündchen. Ordentlich. So, los geht's. 3, 2, 1. Meine Aufgabe ist es, über diese Eier zu wachen. Kommt ihnen zu nahe und von euch bleibt nur ein Häuflein Asche. So, wir geben gleich Vollgas. Feuerwand kommt. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Monster kill. Noch nicht, aber hoffen wir mal, dass es so wird. So, ich habe wieder ein kleines Add mit. Das passiert leider allein durch die AOE-Effekte. So, erster Drache ist da. Wir müssen gucken, wann wir mega auf den Sack kriegen. Feuerwand wieder von hinten. Nicht wirken. Shalom, komm zu mir. Der Sieg steht auf.
So, jetzt der zweite Draht da. So, Feuerwand. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Vater hatte recht, was euch anbelangt. Versuch mal, das eine Viech hier wegzukriegen. So, Feuerwand. Okay, hat sich schon erledigt. Bin noch einmal gestorben. Unermüdliche Verteidiger schon da. Haben jetzt noch links gezogen. Kann ich noch nicht wirken. Das müssen wir nochmal spielen. Die Drachen haben den Raid zerlegt. Also es muss halt extrem viel Schaden da sein, aber die Drachen, die drei, die kommen sehr, sehr schnell sterben. Sonst one-hitte der dich auch. Also der hat mal einen reingedrückt, der drückt teilweise 45k Schaden rein. Wenn der Boss den Debuff oder den Buff von dem Drachen kriegt, den Enrage-Button. Ja, da trifft er für sehr, 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 sehr viel. So 40, 50k. Kann ich von Heldentum profitieren? Gut, ist relativ groß bei mir. Wieso ich. Wieso? Ich hab noch gar nicht frei. Na doch, ich hab zu früh freigelassen. 21.000 hat er mir gegeben, das geht ja noch. Elftausender, ne? Auch okay. 19.000. Ja, ich habe so 7 Minuten HT Cooldown, aber ich brauche nicht unbedingt das CT. HT, wir sind nicht unbedingt darauf angewiesen. Müsste auch ohne gehen. Moko fehlt noch. Gesundheitsstein, ja, den können wir gerne nehmen. Wobei, das sind, wie viel sind das? 4000 Gesundheit, das ist jetzt eher, ja. Ein Tropfe auf der heiße Stein. Der GS ist eher so just for fun. Ja, also, ja. Der haut mit 21.000 schon fast normal zu und das sind halt 4.000 Leben. Ja. Nicht so viel. Aber deswegen haben wir einen ganz großen Lebenspool. Ich hoffe, ich kriege auch den Schlachtruf ab vom Krieger. Das wäre wichtig. Ich weiß nicht, wie da die Range ist. Sonst haben wir weniger Leben. So, sonst natürlich auch unser Stoppheitsgrad, dann können wir auf CD ziehen. Und im Idealfall habe ich keins von diesen blöden Feuerelementaren noch zusätzlich im Arsch kleben. Aber, ja, weiß das nicht. 5, 4, 3, 2, 1. Meine Aufgabe ist es, über ist diese Eier zu wachen. Kommt ihnen zu nahe und von euch bleibt nur ein Häufer in Asche. Dieser Zauber ist noch nicht bereit.
Kann noch ein Stück rufen, der gute Mann. Wie viel Hitze kann er vertragen? Oh, er steht noch eigentlich. Dass es ansatzweise passt. So, HT kommt sowieso bei den Drachen, also HT ist für mich sowieso wirklich nicht von Belang. So, Feuerwand. Dafür stehen wir, für die zweite Feuerwand stehen wir ganz gut, muss man sagen. Für die erste stehen wir ein bisschen schief. Irgendwas ging schief. Schlecht. Dinge, über die man nicht in den Chat hören möchte, Fluch im Chat. Ganz doof. Das möchtest du nicht hören. Aber hier muss halt viel stimmen. Ja, wir haben auch maximal Gesundheit reduziert um 25%, solange der Drache halt da ist. 28k live nur. Ja, schon wieder Feuerwand. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich hab so einen blöden kleinen Drache an der Kleben. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Sehr schön. Beware. Hat er uns gerade richtig schön einen mitgegeben. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Vater hatte recht, was euch anbelangt, Zakarion. Ihr seid noch nicht wirklich da. Das lädt immer noch auf. Ich hab einen Drachen bei mir. Beware. Ja, es war ist schon wieder vorbei. Kann ich noch nicht wirken. Beware. Der haut halt richtig krass zu, aber diesmal haben wir tatsächlich gut überlebt gehabt eigentlich. Dieses Mal hat es gut funktioniert. Ich habe erst sehr spät göttlicher Schutz gebraucht. Aber es sah gut aus. Bis der Tank tot war. Aber 3D ist halt echt nicht einfach. Achso, ich habe immer noch 2 Minuten, aber die 2 Minuten sind jetzt eh gleich rum. Ah, da wurde der Drache aufgeschossen. Deswegen kam er auch zu mir. Ich habe mich schon gewundert. So. Kaum auch immer Rüstungsdränge mit rein. Diesmal haben wir noch CD benutzt auch. Und Zerstörbarkeitsrang hilft ein bisschen. Wirst du Retail zocken? Ich habe es mir noch nicht gekauft. Nee. Ich werde kein Retail zocken. Ich bleibe bei Classic. Classic reicht mir voll und ganz. Ich habe heute angefangen, eine Priesterin, Heilpriesterin. Übrigens, Heilpriesterin Level 70. Aber Luke, bist ja schon Level 18 und gehst HCs. Aber ich werde jetzt viel Non-HC in nichts gehen. Meine Priesterin hochspielen. Ich bin eine Heilpriesterin in Zanzen. Boah, das ist so nervig. Und ja, Retail werde ich nicht spielen. Eigentlich keine Zeit für. Dazu spiele ich auch gerne Scum und alle anderen Spiele. Da fehlt mir einfach die Zeit zu. Und Dragonfly, ganz ehrlich, ich mag Classic nach wie vor lieber. Vor allem jetzt, da wir in WoTLK sind. Im besten Addon, das es jemals gab. Werde ich mich da voll und ganz austoben, das genießen. Und dann irgendwann, wenn WoTLK rum ist und Kataklysmus kommt, dann werde ich mich mit Retail befassen wieder. Also du kannst, also wenn du Retail plus Classic spielst und das als mit Raids und allem drum und dran, ich meine,
ich gehe jetzt 25er Raids, das ist ein Abend, 10er Raids, das ist ein Abend und wir sind noch nicht mal bei Ul'Duar. Wenn Ul'Duar draußen ist, ist 10er Raids, alles einmal durch, das sind zwei Abende praktisch, die komplett 10er Raids mit Ul'Duar und Naxxramas und dann die 25er Naxxramas und Ul'Duar Raids, auch nochmal zwei Tage mehr oder weniger, also fast vier Tage dann sowieso schon am Raiden. Plus den Rest, Maligos, Obsidian und so weiter. Also du hast mehr als genug zum Raiden. Ich hatte gestern mal wieder Minecraft gezockt. Oh, da. Ganz ehrlich, ich hätte mal wieder Bock auf Minecraft. Ich komme nicht ansatzweise dazu. Was ich momentan sehr, sehr liebe, ist Scum. Und Scum habe ich mittlerweile auch einen eigenen Server. Da ist leider noch nicht so viel los, aber schönes, five, schönes Game. 4, 3, 2, 1. Meine Aufgabe ist es, über diese Eier zu machen. Ist noch nicht kommt bereit. Ihnen zu nahe und von euch bleibt nur ein Häuflein Asche. Machen wir mit der Akku ein bisschen langsam. Kann ich noch nicht wirken. Dafür steht er diesmal nämlich schön. Boah, was ist mit. Was ist mit dem DK los? Oder der Frost drauf oder was? Zu mir. Dieser Zauber ist danke. Ja, die kleinen Drachen machen übrigens auch sowas wie Craft. Es gibt hier diese Void Zones. Diese machen. Die machen unglaublich viel Schaden auch teilweise. Und die ganzen kleinen Ads, die halt auch noch kommen. Also der Kampf ist mega stressig. Er dauert zwar eigentlich nicht so lange, aber er ist mega nervig. Das lädt immer noch auf. Beware. Jetzt müssen wir schon ziehen, wir kriegen einen hier. Das lädt immer noch auf. Wir werden das wahrscheinlich hier vorne nicht überleben, kann ich mir vorstellen. Beware. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Boah, ich habe nichts mehr, was ich zünden kann. Ich habe diesen blöden Elemental noch am Arsch geben. Jetzt sind wir einmal tot gewesen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich habe mal lieber einen Heiltrank genommen. Und wenn der Rüstungsrang am Ende mehr gebracht hätte. Immun. Oh, Alfie ist schon wieder vorbei. Ja, 13%. Es fehlen so 10% beim Drachen. Beware. So, jetzt müssen wir warten, bis das weg ist, bevor wir den Geist freilassen. So, jetzt ist es weg. Jetzt können wir den Geist freilassen. Es fehlt so ein bisschen Schaden, glaube ich. Ich kann es schwer einschätzen. Weil ich tatsächlich mit dem Boss recht gut beschäftigt bin. Scum bin ich nie warm geworden, war nicht so meins. Ich weiß nicht, früher war es wohl wirklich scheiße, deswegen habe ich es auch nicht, oder nicht so gut, deswegen habe ich es auch nicht gezockt, aber mittlerweile, die Entwickler sind so krass mit der Community unterwegs und hauen so viel neues Zeug dauernd raus ins Game, die hauen einfach mal irgendwie ein Immunsystem raus in einem 0815 Patch oder irgendwelche komplett neuen Waffen und alles mögliche. Mittlerweile hat sich das Spiel echt richtig, richtig gut entwickelt, muss man sagen. Oh, jetzt habe ich irgendwas verklickt. Könige, nö, haben aber alle Buffs. Aber mittlerweile echt richtig, richtig gute, was die Entwickler da leisten. Also ich habe auch erst ein bisschen angefangen, habe jetzt mittlerweile die vierte Staffel bereits aufgenommen von Scum und spielt es dauerhaft. Also es ist echt richtig, richtig gut.
Ich spiele es allerdings auch auf einem sehr schweren Schwierigkeitsgrad. Mit sehr vielen, sehr, sehr vielen Zombies und so weiter. Das Schöne ist auch, du kannst den Schwierigkeitsgrad frei wählen im Spiel. Das ist echt mega cool gemacht. Also die Entwickler lassen ja auch maximale Freiheiten, was alles angeht. Was sehr, sehr cool ist. Und man muss sich ein bisschen damit beschäftigen, wenn man es nicht auf ganz leicht spielt. Aber es macht unglaublich viel Spaß. Also wirklich sehr, ich kann es sehr empfehlen. Wenn man auf sowas wie Seven Days to Die steht und so weiter, wird man damit auf jeden Fall glücklich werden. So, Waffenzeug haben wir drin, wir haben alles. Hey ho, let's go. Mana ist auch gleich voll. Das fehlt ein bisschen Damage. Das ist ein Damage Race hier, das Ganze. Deswegen spielst du es eigentlich erst mit einem krass hohen Gear Score. Aber es ist so auch mittlerweile halt schon machbar. Meine Aufgabe ist es, über diese Eier zu wachen. Kann ich noch nicht ja, das war aufschießen auf mich, war das nicht. Und der DK übrigens, der so abgegangen ist mit seinen 200k Akku, hat die Frost-Aura angehabt, also die Tank-Aura angehabt. Deswegen hat er so krass viel Akku produziert. Also, ja, lag daran. So, Feuerwand. Rache steht super diesmal. So wie er sein soll. Wieso hab ich schon wieder von dem Vieh Aggro? Kann man das mal einer erklären? Mach jetzt hier voll AOE. Oh, er wird mir abgespottet. Sehr schön. Dann lasse ich das mit AOE. Weil der Hammer bis dahin hinfliegt. Ist das sein Ernst? Habt ihr gesehen, wie weit dieser Hammer gerade geflogen ist? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So, Gebets-HT. So, jetzt ist er eh immun. Weiß gar nicht, Hand auflegen. Eher nicht. Eher Schutzauer. Hier anwerfen. Vielleicht sie brennen diese kleinen. Kann ich noch nicht wirken. Wir so, Feuerwand schon wieder. So, jetzt sind nur zwei Drachen da. Diesmal hat's geklappt. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So, Feuerwand. Boah, gib mir Heal. Kann ich noch nicht wirken. Das lädt immer noch auf. Kann ich noch nicht wirken. Beware. Diesmal sieht's gut aus. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht Beware. So, Feuerwand. So, im Grunde war es das jetzt schon fast. Jetzt kommt nur am Ende nochmal ein richtig dicker Klopper.
Da wir 1 Million drauf haben, können wir jetzt darauf verzichten, nochmal Vergeltung zu nehmen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht treffen. Ja, wir haben 1,1 Millionen Akku drauf, wenn jetzt nichts mehr mit uns passiert. Die Akku kann uns keiner mehr nehmen, auf jeden Fall. So, 42%. Feuerwand. Das lädt immer noch auf. Ein paar Ads an mir pappen. Ja, aber dann zu langsam wieder gehen, wenn ich meine AOE-Schaden einfach einstelle. Wobei du sehr viel AOE-Schaden als Paladin hast. Kann ich noch nicht wirken. So, 20%. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So, göttlicher Schutz haben wir noch gezogen. Sollte halten, bis er. Todes! 3D geschafft, sehr schön! Und Tanz auf den. Ich hab Tanz auf den Vulkan! Ja, einer der schwersten Dinge. Geil! Finde ich zumindest. Tanz auf den. Wir haben Tanz auf den Vulkan. Nett! Das. Du darfst nicht von einem Lavastoß oder von irgendeinem Feuer getroffen werden im Kampf. Krass, den haben wir. Ich hätte ihn im 10er bräuchte ihn. Das ist einer der krassesten, finde ich. So, die Tasche haben wir schon. Was ist überhaupt drin? Der Drache ist klar drin. Eine 99 wurde gewürfelt. Stoff. Die Hosen, die wir schon haben. Und Hände. Also nichts drin für uns. Auch nichts drin für unser DD-Equipment, oder? Kopf noch, nee. Obsidian-Kopf ist nicht drin. Ja, die Hosen, die Tankhosen sind wieder drin, die braucht jetzt aber keiner mehr. Pandi hat jetzt die ganz dicken Dinger und ich habe die schon. So, Markentasche. Eine 6. Markentasche, ich habe eine 6 gewürfelt. Ja, mein Würfelglück. Ich habe eine 6 gewürfelt. Ah, wie schön. Ah, schön, mal wieder 3D gepackt. So, jetzt geht's um den Drachen. Da bitte vielleicht mehr wie eine 6. Wäre ganz nett. Eine 15. Ich habe eine 15 auf den Drachen gewürfelt und auf die Tasche eine 6. Okay, danke fürs Gespräch. Okay, ich glaube, wir werden diesen Drachen niemals kriegen. Eine 6 und eine 15. Ich habe kein Glück bei Würfeln in dem Spiel. So, ja. Hier ist das Zeug jetzt noch gedroppt. Nichts für uns dabei. Die Handschuhe haben wir schon in 25. Oder? Doch, nicht, dass ich mich irre. Wie bei meiner Robe, wo ich gedacht habe, ich habe schon die 25er. Die Hose, die haben wir leider schon. Die ist nicht schlecht, die Hose. Aber die Maligos ist halt noch mal einiges besser. Das heißt, wir können komplett durchpassen. Aber Satarion mal getankt im 3D-Modus, wobei das Drachentanken eigentlich schwerer ist, wie ihn zu tanken. Bin raus, BB, schöne Woche noch. Luke, ich wünsche dir auch noch schöne Woche und gerne mal im Discord, melde dich mal im Discord bei uns. Itarim, einfach mal nachgucken. Gerne mal melden, wenn du mal mit möchtest. Gilde oder insgesamt Gilde. Gerne mal melden. Ich glaube, Verstärker-Schamanen und so weiter suchen wir noch. Auch GDs. So, damit sind wir durch für die Woche. Das Einzige, was mir fehlt, ist 10er Obsidian-Sanktum. Da habe ich keine ID jetzt vergeben. Ist aber auch egal. Im 10er droppt, glaube ich, echt gar nichts, was wir brauchen können. Ja, das hier ist DD. Ja, da droppt. Oh, es droppt. Ja, DD-Zeug droppt. Aber es ist nichts dabei, was droppen würde, was wir als Tank noch bräuchten. Also, da sind wir tatsächlich durch. Ja, trotzdem heute gut gelaufen. Wir haben die Axt bekommen. Wir haben die Armschienen bekommen. Ja, gut nochmal ordentlich Gearscore hochgehauen dadurch. Ich werde das ganze Zeug jetzt dann noch verzaubern lassen, natürlich. Dann werde ich das Ganze anlegen und so weiter und so fort. Ja.
Senkensberg hier. Die Hosen gehen jetzt an Alfies Hulk, unseren Tank hier. Ist auch gut, wenn der ein bisschen ausgerüstet ist, weil du brauchst schon drei Tanks hier. Ohne mit zwei kannst du es nicht spielen. Und ja. Das nächste Mal dann vielleicht die Hosen oder das Schild. Schild wäre ganz nett. Ich hätte gerne das Schild von Kel'Thuzad. Das wäre schon schlecht, aber das Ding habe ich bis jetzt zumindest auch noch nicht drauf. Ja, wir haben auch wieder Marken ohne Ende. 73 Marken habe ich jetzt. Wir können mal gucken, was wir uns da holen. Können eigentlich schon mal gehen, oder? Es ist ja endlich für uns dabei. Kann mich schon mal wegporten. Und ein ID-Item haben wir auch bekommen. Wir haben Schultern bekommen. Oh Gott, ist... Hilfe? Hilfe? Cool. Spiel kurz abgeschmiert. What? Sehr hübsch. Das sage ich jetzt schon das zweite Mal, dass das Spiel komplett, also komplett auch minimiert wird, raus ist und ich dann praktisch wieder ins Spiel reinladen muss, was sehr strange ist. Aber gut. Die Armschienen hätte man sich jetzt hier holen können, aber die, die ich habe, sind besser. Auf jeden Fall, gibt es hier einen Gürtel, den man sich holen kann? Ne, es gibt keinen Gürtel, den man sich holen kann. Schuhe gibt's. Ah. Kann mit den Marken fast nichts mehr anfangen. Aber das sehen wir mit den Marken nichts anfangen. Oder? Schuhe haben wir bessere? Kein Gürtel. Bis bald. Ah, wir gehen noch Kammer. Vielleicht. Okay, wir machen vielleicht noch die Kammer. Ist mega easy. Droppt aber auch, glaube ich, gar nichts, oder? Was droppt denn da? Nichts für uns. Archivons Kammer. Archivon der Steinwächter. Ja, droppt ja nur das Teezeug und wir brauchen kein Teezeug mehr. Die Hosen brauchen wir nicht, die Handschuhe haben wir schon, die Brust haben wir schon, die Hosen, aber wir gehen logischerweise trotzdem mit. Aber ja, die Hosen für, keine Ahnung, für Second Spec vielleicht. Aber brauchen wir eigentlich schon. Wir können als DD da mitgehen, weil du brauchst auch nur einen Tank. So, wir können mal ganz kurz die Situation ausgucken. Ob was an den Rezepten da ist. 20 Gold. Schusswaffe. Kauft. Schwerer Kodo-Eintopf. 9 Gold. Eigenartiger Eintopf. 7 Gold. Gekauft. Wie viel Kohle haben wir eigentlich gemacht heute? Keine 200. Ja gut, jetzt halt ein bisschen was ausgeben. 200 Gold ungefähr heute nur gemacht. Im 10er haben wir locker 250, 300 Gold gemacht. Also du machst im 10er mehr Gold wie im 25er. Also mein Gefühl zumindest. Wenn mir jemand anderes das sagen kann, gerne sagen. Aber mein Gefühl nach machst du im 10er viel mehr Gold wie im 25er. Im 10er kriegst du, glaube ich, 15 Gold pro Boss auch und im 25er nur 8 Gold. Braucht ihr etwas? So. Lebt wohl. So. Es ist noch gar nicht ganz raus, ob wir Kammer gehen. Also mit 15 Leuten kannst du gerne mal ausspielen, es ist halt easy going. Wie darf ich helfen? Viel Glück. Dann fliegen wir rüber. So, ich bin mal ganz kurz AFK nochmal. So, da wäre ich wieder. Wir fliegen jetzt einmal rüber. Nicht wundern, wenn es hier schreit. Das liegt an dem Event, was wir schon ausgelöst hatten. So, 1000 Meter Schlacht müsste nächstes um 12 erst sein. Ich glaube,
Kann das sein, alle 2 Stunden oder alle 3 Stunden? Ich weiß es gar nicht. Oder alle 4 Stunden? Auch möglich. Alle 4 Stunden, glaube ich, oder? 8 Uhr, 12 Uhr dann wieder eine. Und so weiter und so fort. Ja, können wir ganz normal hinfliegen. Die Angelquest haben wir heute schon gemacht. Ja, lief ja ganz gut. Ich muss Axte, glaube ich, skillen. Ich glaube, wir haben keinen Axt-Skill. Das werde ich auch morgen machen müssen. Ich habe morgen relativ viel vor. Die Priesterin muss hochgelevelt werden. Kräuterkunde von 0 auf 400 im Idealfall. Und Schneiderei von 0 auf 400. Zusätzlich Äxte skillen. Wo ist denn hier Äxte? Axt 290 von 400. Ja, holla. Da müssen wir auch Äxte auf jeden Fall skillen. Mal gucken. Dass wir Äxte hochballern. Das heißt, morgen werde ich wahrscheinlich mal ein paar HC-Innis machen. Theoretisch könnten wir da jetzt als CD eigentlich mitlaufen. Weil Anti-Tank. Und du brauchst eigentlich nur einen Tank. Haben wir jemanden, der porten will, kann? Nee, oder? Schon mal rein. So, einige haben ID, aber du brauchst eigentlich nur 15 Leute für den Kampf. Dann ist es ohne Probleme eigentlich machbar. So, und hier wird schon fleißig geportet. So, wir haben noch Fläschchen drin und alles. Oh, 17 mal nördische Gewürze habe ich auch noch. Kann mir wieder Dings herstellen. Muss ja auch Bombenschnapper. Da habe ich auch noch guter Vorrat. Ja, läuft doch. Armschienen verzaubern lassen, das verzaubern lassen. Kostet wieder ein bisschen Kohle. Aber im Moment 1585 Gold. Das ist nicht alles. Ich bin ungefähr bei 2000 Gold schon wieder. Vor allem, wenn ich jetzt den Twink hochspiele, die Priesterin hochspiele, kriegen wir locker 4.000, 5.000 Gold zusammen durch die Quests allein, das Zeug, was man verkauft. Und vor allem durch die Kräuterkunde, die wir haben mit ihr. Ein Sammelberuf kriegen wir auch nochmal ordentlich Kohle, denke ich. Also kohletechnisch muss ich mir keine Sorgen mehr machen, wenn wir einen Twink hochspielen, denke ich. Kaltwetterflug kannst du auch schon. Also die 1000 Gold habe ich schon investiert in die Priesterin, die bereits fliegen kann. Ja, deswegen stand er mit ihren Dallaran auf. Wobei 10 Minuten hätten wir nicht mal überwachen müssen. So, wie viele Leute sind wir jetzt noch? 17, guck mal. Das reicht. Sind alle da? Sind alle da. Haben wir ja schon los, oder? So, ein bisschen Trash ist hier, aber nicht viel. Aura. Mal auch ums Packen. Ich muss näher ran. Moin. Wie viel Schaden machst du? 10%. Nichts. Okay, effektiv nichts. Dieser Zauber ist ja, doch ein bisschen. Wenn er mal trifft. Das lädt immer noch auf. Aber er muss erst mal treffen. Ich bin außer Reichweite. So, wir müssen geradeaus durch. Bisschen wenig Akkuaufbau. Kann ich noch nicht wirken. Mein Geschmack. Aber geht. Der Rest dafür auch. Nimm schon mal die Beine in die Hand. Was, wir haben 3 Eulen dabei. Holla, die Waldfee. Ich muss näher ran. So, und da vorne sollte er dann stehen. Kann ich noch nicht hier. Ja, er droppt halt die 25er Rüstung, aber das Set braucht man nicht mehr. Die Hose könnte man nochmal mitnehmen, einfach nur um es auch zu vervollständigen, aber das wäre jetzt eher so ein Style-Upgrade. Die beste Slothose ist halt die von Maligros. Die zweitbeste, die wir anhaben, ist eigentlich die hier. Mit der Set-Hose können wir nicht mit anfangen. Oder ist die Set-Hose besser wie die, die ich habe, ich glaube. Oder? Verteidigungswertung, Blockwertung. Ja, ein bisschen mehr Shred. 2 Sockel halt drauf. Und das immer so. Ja, 100 Stärken. Ja, wobei. Bisschen mehr Shreddig wäre es wie meine. Aber dafür verlieren wir Verteidigungswertung. Aber die könnten wir tatsächlich verlieren.
Panik kann auch, mir ist egal. 5, 4, 3. An die Tanks. 2, 1. Denk ruhig. Ich stehe so da und sehe gut aus. Das bin man am besten. So, hey ho, let's go. Dauert natürlich mit 17 Leuten ein bisschen länger wie mit 25 Leuten, aber können gut, trotzdem nicht viel. Er macht diesen blöden AOE-Effekt, wo du raus kannst, aber nicht musst, glaube ich. Ich werde mir nur meine Ui, glaube ich, nochmal ein bisschen umschieben. Das hätte ich eigentlich gerne noch irgendwo hier nehmen. Achso. Kann ich noch nicht wirken. Jetzt habe ich Akku, oder was? Das war ein Panty wieder. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ja, die Akku geklaut. Aber er ist jetzt eh gerade in diesen Gedönse drin. Er nimmt immer ein und packt ihn irgendwie vor sich hin und macht diesen blöden AOE-Effekt auf einen. Da muss dagegen geheilt werden. Da fand ich gerade. Bisschen mal so ein bisschen fängt nicht, aber dadurch, dass wir jetzt ein bisschen Akku geswappt haben, war es ungünstig. So, dann ziehen wir voll durch, würde ich sagen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Flügelchen raus. Euch. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ah, jetzt bin ich das. Ja, er nimmt immer wieder einen in die Hand. Achso, er nimmt auch einen Tank in die Hand. Aus was für ein Zeug? Ich bin außer Reichweite. Kann ich noch nicht wirken. Der Zauber ist noch nicht bereit. Ah, guck mal, du hast komplett Akkuverlust dadurch. Das lädt immer noch auf. Ist der Debuff, den ich da hatte, oder was? Kann ich noch nicht drücken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Boah, 30%. Ich bin ein bisschen eine Routine bei ihm. Kann ich noch nicht wirken. Ja, erstes, zweite Mal, dass ich überhaupt sehe. Den Boss. Ah, hier. Er leitet alle pro Sekunde eine erstickende Wolke. Ach, die Wolke. Ah, okay. Schau mal, ist. Ah, doch, Parley, die Handschuhe sind drin. Oh, die haben wir schon. Ah, nee, Gladiator. Kein Todesritter drin und PvP. Lichtblitz. Heil-PvP. Yay. Aber immerhin noch zwei Embleme der Ehre mitgenommen. Soxy, GZ. Ah, die kann man nicht mal entzaubern. Huhu. So, Portal kommt. Terramor, ey. Hallo. So, leider nichts gedroppt. So, dann wäre ich an der Stelle für heute raus. Wir haben jetzt alle IDs mitgenommen, bis auf die 10er Obsidian-Sanktum-ID dieses Mal die Woche. Nächste Woche werden wir sie wahrscheinlich wieder mitnehmen. Droppt eh nichts für uns. Ja, ich bin auch raus an der Stelle. Vielen Dank fürs Zusehen. Heute war im Chat leider nichts los, aber ein paar Zuschauer waren auf jeden Fall da. Vielen Dank auf jeden Fall. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao. Macht es gut. Und dann vielleicht mal doch Undying. Mal gucken. Und dass man nicht an Info Horseman scheint. Dann scheiden wir erst bei Keltus hat vielleicht. Man weiß es nicht. So, gute Nacht. Ciao, ciao.